Hallo YouTube, na? Hat der Mats wieder zu spät die Aufnahme gedrückt? Das kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht sein. Ihr habt einfach nur zu spät eingeschaltet. Hallöchen. Hier sind wir. Ihr habt leider jetzt die Geschichte mit meinem bestätigten Alter verpasst. Da müsst ihr bei Twitch gucken. Ist ganz schade, dass das jetzt leider bei YouTube nicht zu sehen ist. Das ist natürlich tragisch. Und es ist ein kleiner Kreis, der das hier mitgekriegt hat. Deswegen können wir es einfach vergessen, als wäre nichts. Also, das hier ist, wie gesagt, der Trailer für Silent Hill Restless Dreams. Und ich würde ihn einfach mal gucken, was passiert. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich in einem Stream irgendwas abfeuere, was kein Videospiel ist. Deswegen bin ich schon mal sehr gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Oder ob jetzt einfach gleich alles abbrennt. Also, meine Damen und Herren, ich mache mal ein bisschen leiser, habe ich aber eigentlich schon gemacht. Der Trailer zu Restless Dreams, nicht wahr? In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised me you'd take me there again someday, but you never did. Kommt mir schon mal bekannt vor. I am alone here now, in our special place, waiting for you to come see me. Oh boy, die Perücke. Mother said I deserve this. Ja. Also der ist 30 Minuten lang, habe ich mir sagen lassen vom Film selber. Und der Trailer sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich war gerade ein bisschen bei der Perücke ein bisschen angefaucht. Aber warte mal, ich muss noch mal ganz kurz hier am Anfang diese Szene, da bin ich ein bisschen, Weil er packt sich hier ja sehr hart ins Gesicht und zumindest im Spiel ist das so nicht zu erkennen. Da könnte ich jetzt schon wieder anfangen, drüber zu philosophieren. Also das ist eine Aussage. Das ist eine klare Aussage, die hier getroffen wird. Hier packt er sich einfach ins Gesicht und im Spiel, da ist es sehr. Also ich würde behaupten, man kann nicht zweifelsfrei feststellen, dass er sich jetzt übers Gesicht fährt oder ob er kurz davor ist. Und das ist interessant. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ansonsten, ich war jetzt gerade. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, die Perücke ist ein bisschen schwierig. Aber es soll ja auch, ich meine, die mussten es ja irgendwie machen, nicht wahr? Ja, das ist auch nicht schlecht. Da ist halt die Frage, und da bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt, wie der eingesetzt wird. Also, ob der auch immer wieder Schocker ist, das fand ich übrigens auch ganz interessant, weil das ist sehr, sehr videospielig, wie er hier durchläuft. Ach ja, aber das ist doch okay, oder? Ich meine, die Musik vermittelt mir halt eher so ein bisschen zu sehr Horrorschocker und das macht mir ein bisschen Angst. Das ist das, was ich gerade so ein bisschen schwierig finde. Hallöchen, was schauen wir denn gerade? Solche, das ist der ein Trailer. Nee, Soraya Kitty war ja fast richtig. Das ist hier, wie du siehst, ein Fanfilm, so Silent Hill 2, Restless Dreams heißt der. Und den kann man schon mal YouTube gucken und ich dachte, ich gucke da mal ein bisschen rein. Das haargenaue Meryl-Zitat ist auch direkt als ein Dorn im Auge. Da vergleicht man sofort mit dem Originalen. Das kann die Vision nur weg. Ja, das ist auch richtig. Also in dem Moment, wo du dich so sehr daran packst. Ich meine, die hatten, glaube ich, auch sehr, sehr viel Spaß. Das ist okay. Ich glaube, der Schauspieler, hat der mal irgendwo in der Science Fiction irgendwas? Irgendwie kann man das, kommt mir der bekannt. Ich weiß gerade überhaupt nicht, woher. Irgendwie hatte ich gerade so irgendwas, also die Gesichtsform mit denen, irgendwie kommt der mir bekannt vor. Ja, ich bin, also wie gesagt, der ist 30 Minuten lang. Ihr könnt ihn euch bei YouTube angucken. Das würde mich mal interessieren tatsächlich. Ich werde mir den mal bei Gelegenheit auch nochmal anschauen. Weil das ist ja nicht so viel. Ich habe nur ein bisschen Angst,
Das sieht für mich einfach richtig doof aus und hört sich auch doof an. Guten Abend, Joshua. Ja, ich meine, also es ist halt ein Fanfilm. Und ich finde, dafür sind schon ein paar coole Sachen da. Also ja, es hat natürlich jetzt nicht diesen Film-Look und da war jetzt auch nicht so viel Kohle dabei, aber das kann trotzdem sehr cool werden. Nur, das, wie gesagt, in dem Moment, wo sie da versuchen, so einen Horrorfilm draus zu machen, kann der, glaube ich, nicht viel gewinnen, außer vielleicht ein paar coole Bilder und ja, mal gucken, ob er über diese Klischees hinausgeht, ne? Aber die Perücke ist echt hart. Ja, und die Musik ist auch schwierig. Aber das ist halt das Problem, wenn du einfach so spezielle Musik hast, weil die kannst du ja auch nicht imitieren, ohne dass man da gleich genau das vorgeworfen kriegt. Aber ja, der ist auch, sieht, könnte eher so ein etwas nicht ganz so gutes Ding werden, wa? Naja, gut, okay, hey. Ich glaube, solche Fanfilme verlieren immer, weil sie bestimmte Teile des Spiels 1 zu 1 übernehmen. Ja, aber das kann ja auch funktionieren. Ich mag das ja eigentlich so, diese Idee, dass man sagt, ey, wir machen da mal was draus. Aber ich befürchte, in dem Fall bin ich auch ein bisschen nicht so ganz überzeugt. Aber ey, wie gesagt, ich 30 Minuten, im schlimmsten Fall ist es 30 Minuten und man sieht, wie man es vielleicht nicht macht. Ich würde euch den, wie gesagt, Restless Dreams Silent Hill Fanfilm einfach mal eingeben. Dann kommen wir dahin. So, und dann haben wir noch Road of Guilt. Ich muss das mal kurz ein bisschen vorbereiten. Weil der hat ist ein ganz komisches anderes Format irgendwie. Und da muss ich mal ganz kurz hier so ein bisschen basteln. Ich habe gerade gesehen, für mich wäre der Einzige, der einen Silent Hill-artigen Film machen könnte, David Lynch, aber letztendlich sind viele seiner Filme bereits näher am Silent Hill, viele eher Silent Hill-Filme. Ja, aber Feeling ist genau das Ding. Wenn man nämlich einen Silent Hill-Film machen will und man geht da nicht ans Feeling, dann wird es schwierig, weil es ist, also die Geschichte ist gut, klar, das ist ein wichtiger Teil, aber ich glaube, man spielt Silent Hill nicht unbedingt für die Geschichte und ich würde mir einen Silent Hill-Film auch nicht unbedingt angucken für die Geschichte, sondern da geht es ja, wie gesagt, um die Stimmung, um Metaebenen, um einfach ein Gefühl und das ist, also zumindest für mich, ne, ich kann nicht für alle sprechen, man kann da ja offensichtlich auch einen ganz okayen Horrorfilm draus machen, aber man muss auch nicht immer versuchen, medienübergreifend dasselbe zu machen. So, man kann ja auch das als Franchise nehmen und dann macht man da eben irgendwie, von mir aus macht man dann Horrorfilme draus, aber also klassische Horrorfilme. Aber naja. So, mal gucken, ob das jetzt hier wieder geklappt hat, weil dann haben wir jetzt hier nochmal einen zweiten. Oh, passenderweise kommt die hin. Also, das ist jetzt hier der zweite. Und zwar nennt sich der dann jetzt. Was habe ich gesagt? Road of Guilt werden wir bestimmt gleich sehen. When you sleep. Do you believe you are there? Was? Das ist schon mal ein anderer Ansatz. I know the place. Selbe Jacke aber. Can you tell me more about him? The long leathery head. It hangs without its frame. Oh boy. I need to take him back. Back to where we first met. Das könnte auch gar nicht so uninteressant sein. Ich finde übrigens diesen Schrifttyp, diesen Silent Hill Schrifttyp. Ich finde das immer schwierig, weil diese Anfangsbuchstaben immer so fett geschrieben sind und danach, das sieht immer mega weird aus. Also irgendwie, das funktioniert im Hauptding, aber ich finde nicht ansonsten. Der ist ein bisschen nichtssagend. When you sleep. Aber wenn es ein Roadtrip ist und Pyramid Head da rumläuft, finde ich das. Do you believe you are there? Okay. Und sorry, bei dieser Jacke sich halt immer zersetzen Cosplay. Ja, das Problem ist, die sehen viel zu sauber aus. Also die so eine Jacke hat nicht jemand, der. Ja.
Ja. I need to take him back. Back to where we erzählt mir jetzt natürlich nicht so richtig, was hier passiert, aber wenn es so eine Road of Guilt, wenn das so eine, also scheint sich ein bisschen auf was anderes zu konzentrieren und auch nicht ganz so aufwendig zu sein. Finde ich aber jetzt erstmal im ersten Moment gar nicht so uninteressant. Ja, mal kurz einen Blick hier auf. Ja, ist auch, also, uff, ich meine, man kann das natürlich, kann man natürlich verstecken, ne? Also, ich glaube, es war nicht so viel Geld über. Finde ich aber ganz schick gemacht, aber einfach so einen Blitz gearbeitet und dann in der Waffe nachträglich das dann über Computer gemacht. Aber da scheint nicht so ganz viel Geld drin zu sein. Ach ja, na okay, ich würde mal sagen, wir lassen uns da mal überraschen. Was ich ja ganz lustig finde, weil die Jacke aus Silent Hill ist ja inspiriert oder 1:1 übernommen aus Jacob's Ladder, deswegen ist das so ein, also dann geht's in Film und dann ist es die Silent Hill Jacke, aber eigentlich ist es ja die Jacob's Ladder Jacke und naja. So, dann können wir aber eigentlich jetzt mal mit dem starten, was wir eigentlich machen wollten, nämlich Silent Hill spielen. shit. Ein Spiel spielen, nämlich Eternal Darkness. Aber ja, ich bin so hin und her gerissen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich einen Silent Hill Film noch brauche. Das kann man natürlich argumentieren, sagen, die zwei, die es gibt, oder die zwei größeren, die es gibt, haben das irgendwie auf eine eigene Art und Weise interessant gemacht, möchte ich sagen. Ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Riesenfilm von dem, von den Filmen. Aber es bietet natürlich was. Also viel, viel Potenzial, dann noch Dinge zu tun. Aber ich würde ungern jetzt gerade dann in Bezug auf Silent Hill 2 einfach diese Art von, wir erzählen einfach das, was in den Spielen passiert, sondern du kannst ja das Konzept nehmen und das zu was Eigenem machen, wobei ja das Konzept nur auch nicht also frisch ausgedacht wurde, sondern die haben halt auch Stephen King gelesen und gedacht, ach geil, eine Stadt, die im Nebel versinkt, wa? Das finden wir aber gut. Das machen wir auch, aber anders. So, jetzt reicht's aber. Also, wir gehen ins Spiel. Eternal Darkness 2, was bisher geschah. Passend, wenn Deathwing dazu kommt, dann geht's also los. Hallo Deathwing, hallo, hallo, hallo. Hast du eigentlich die WTF passiert, Silent Hill, Witz von Robin gesehen? Nee, die hab ich damals nicht gesehen, weil die mir zum Zeitpunkt vorgeschlagen wurden, wo ich Silent Hill noch nicht gespielt hatte. Dann dachte ich, ich will erst Silent Hill spielen, bevor ich jetzt das sehe, weil dann spoilere ich mich ja. So. Portale. Ja, das letzte Mal festgestellt, dass ich mir überraschenderweise viel zu viel Kopf gemacht habe. Ich habe das Spiel übrigens mal ein bisschen heller nochmal gemacht. Und das ist vielleicht noch eine technische Sache, falls das Spiel irgendwann zusammenbricht. Ich habe mal ein bisschen rumgebastelt und bin gerade dabei, meinen GameCube so ein bisschen aufzumodden oder nochmal zurechtzumodden. Und das läuft jetzt quasi, also ich habe mir das Ding kopiert, das Spiel kopiert und mir auf SD-Karte gepackt und dann über den wie hieß der? Ich habe ihn schon wieder vergessen. Weil mein GameCube, den ich mir damals gebraucht gekauft habe, war tatsächlich schon vorgemoddet und deswegen war das jetzt mal Sache. Das heißt, das Ding läuft jetzt nicht mehr von Disk. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und im Stream ist natürlich der beste Zeitpunkt, nicht wahr? So, also wir wissen, wir sind hier rausgekommen mit Leo und sind immer noch unter der Stadt und eigentlich ist das sehr, sehr linear, so wie ich das jetzt verstanden habe. Also eigentlich müssen wir wahrscheinlich so ein bisschen im Kreis laufen und dann ist es das schon. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie, also was kommt? Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass es das war. Also, dass Edward die letzte Figur ist. Kann natürlich auch sein, dass es danach noch richtig losgeht. Tingle, du scheinst das Spiel zu kennen. Alter, Kurti. Kurti ist übrigens da, aber Kurti ist noch ein bisschen aktiv. Kurti rast hier gerade noch durch die Bude, deswegen möchte ich den mal gerade nicht stören. Weil Edwards Kapitel, mein Höhepunkt des Spiels, nicht. Der scheint dann wohl nicht so beliebt zu sein. Ich fand es bisher ehrlich gesagt nicht schlecht. Also ich fand jetzt sein Kapitel, ist ein bisschen lang und ist ein bisschen was anderes, aber ich fand es nicht schlecht. Also mir hat das bisher eigentlich gefallen, bis vielleicht auf den ominösen Bosskampf. Das war nämlich nicht so meins, sag ich wie es ist. Und die Portale sind auch, also sind auch so eine Sache. Achso, genau, jetzt haben wir die. Und es sind ja offensichtlich, können wir auch nur drei, warte mal, was passiert denn?
Kurt ist übrigens da. Ich muss mal ganz kurz beweisen, damit wir alle... Ach, Moment, ich kann ja auch mal wieder umstellen. Moment. Ich muss mal... Ich bin ja noch gerade so ein bisschen... So, hier, Kurti. Kurti ist da und Kurti jagt das Gürkchen. Mit sehr entspannter Musik. Und wahrscheinlich ist Kurti aber auch gleich wieder weg. Ja, sehr schön. Also, wir haben Kurti gesehen. Oh, falsch. Hallo. Kurti ist also da und wenn sich mit Kurti noch irgendwas ergibt, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Ich dachte, heute Abend ist Eternal Darkness angesagt und ich sage, ja, es ist alles ein großes Zusammengefummle. Jetzt bin ich mal gespannt, weil eigentlich haben wir jetzt alle drei Runen durch. Das funktioniert jetzt perspektivisch gerade mit der? Das sah gerade so komisch aus hier. Ich dachte, das sieht so ein bisschen nach Bloodborne unten aus, ne? Aber irgendwie passt die Textur nicht. Ja, wir haben es durchgespielt. Diese unterirdische Stadt ist an sich eine coole Idee, aber dieses Einsetzen der Runen an dieser Apparatur fühlt sich für mich nach Zeitstreckung an. Das auch, und ich habe es auch nicht verstanden. Sage ich, wie es ist. Weil ich dachte, ich muss hier irgendwas machen, aber man muss hier gar nichts auswählen so richtig, weil das alles automatisch geht. Ach ja, und jetzt verstehe ich, ah, okay, er nimmt einfach alle Runen durch. Ich dachte, es geht nur um diese ersten drei Runen. Ja, na gut, okay, ey, dann kann das noch ein bisschen dauern. Also, willkommen zum nicht letzten... Eternal Darkness. Ich sehe nicht, was hier los ist. Wer ist hier? Ach so, sind nur die, die kriegen wir doch noch so hin, nicht wahr? Grüß Gott oder wen sonst? Ja, also bei Eternal Darkness ist es, glaube ich, eher umsonst. Ich weiß aber nicht, ob die gegrüßt werden wollen. Ich weiß auch nicht, ob dieses... Ach du Scheiße, wen haben wir denn hier? Da ist er ja wieder. Da ist er ja wieder. Warte mal, den ballern wir mal... Okay, der hat natürlich sein Schild. Okay, alles klar. Also, warte mal, kann Leo da weglaufen? Da ist noch ein Zombie, das ist auch gut zu wissen. Okay, das hat nicht getroffen, weil dann können wir uns erstmal... wir machen uns erstmal... Erstmal machen wir uns, glaube ich, die... Ne, Moment, ich muss erstmal fangen wir ganz von vorne. Wir machen mal das magische Item. Und zwar reicht es, glaube ich, wenn wir da erstmal den draufsetzen. Ah ja, wir spielen ja als Leo. Es bleibt für mich das bisher beste, wenn nicht sogar einzige Spiel, in dem man die vielleicht beste, wenn nicht sogar einzige Leo-Figur spielen kann. So, ich muss mich gerade noch ein bisschen konzentrieren, dass ich jetzt hier nicht total das Falsche mache. Das war das Falsche, ne? Habe ich Schild gemacht? Was habe ich denn gemacht? Ne, ich habe Erkennen gemacht. Ja, das war das Falsche. Und es ist nicht geladen. Siehst du, aber das passt auch irgendwie zu Leo. Warte mal, ich wollte nämlich eigentlich Schild machen. Ich muss jetzt dazu sagen, hier wird jetzt gerade mit Kurti gespielt, während ich hier harte Videospielarbeit mache. Okay. Frau. Die Leute erwarten hier auch qualitativ hochwertigen Content. Mats, der schwarze Rand. Ach so, shit, der schwarze Rand. Jetzt lass doch mal den schwarzen Rand. Warte doch mal. Das ist, weil ich verstellt habe, wa? Warte mal. Der schwarze Rand. Der schwarze Rand. Ja, ich habe ein bisschen rumprobiert. Gebe ich wieder zu. Gebe ich gerne zu. Warte mal, der schwarze Rand. So, guck mal. Jetzt haben wir doch keinen schwarzen Rand mehr, wa? Oh, warte mal. Ich mach mal nur mal sicher. Wir wollen ja. Siehst du, das passiert nämlich. Wenn man sich hier einmal nicht drauf konzentriert, dann passiert genau sowas. So. Deswegen habe ich auch gerade das Falsche mit. Der Kater geht vor. Ja, er geht auch vor. Aber hier ist Weltuntergang und dann, obwohl finde ich eigentlich auch okay. So, warte mal. Guck mal, jetzt machen wir hier noch ein bisschen. So, mal sieht es aus wie neu. Guck mal, als wäre nie irgendwas gewesen. Schwarzer Balken, gleich tauft Speck aus dem Stream auf und erzählt uns was über sie. Schwarzer Balken. Nein! Letztendlich musst du da auch einen Spruch sprechen, den du auch schon hast. Magischer Attack oder. Ja, ich weiß, ich habe gegen die Gegner jetzt schon zwei, drei Mal gekämpft. Jetzt habe ich mich aber bewegt. Warte mal, jetzt. Ach nee, ich kann ja nicht. Kann ich noch? Scheiße. Okay, ich drehe nochmal eine Runde und dann fangen wir nochmal von vorne an. Dann tun wir so, als wäre das alles nicht passiert. Weil ich muss natürlich erstmal ein bisschen Magie aufladen. Ich meine an der großen Apparatur. Ach so, ja komm, die große Apparatur, soweit bin ich gedanklich jetzt noch gar nicht. So, erstmal. Möchte ich jetzt erstmal die Isolierung haben.
So. Jetzt sind wir doch, jetzt haben wir genau, nämlich genau das wollte ich eigentlich. Dann können wir jetzt das magische Item nochmal machen und ich glaube nämlich, das ist zu wenig. Alter, der Sound. Ruhen auf Ruhen ist bestimmt auch irgendwie verboten. So, das Item ist jetzt magisch. Jetzt mag Leo noch einmal nachladen, bitte. Hat der sich da auch ein Schild gemacht übrigens? Ich glaube, wa? Ich weiß, das ist jetzt harte Verschwendung. Ich sehe nur gerade nicht, ob sich der auch ein Schild gemacht hat da. Ja, lass ihn noch reinlatschen. Komm doch. Ich glaube, der hat sich auch ein Schild gemacht. Ich glaube, der hat nachgemacht. Ich geh mal ganz kurz hier hoch. Alter, das ist aber auch mit der Perspektive und so alles nicht so einfach. Er hat sich... Achso, ich habe Doppelschuss gemacht, deswegen. Ich verstehe. So, warte mal, ich jetzt. Er hat ihn nicht anvisiert. Er ist natürlich spektakulär gerade. Er hat doch ein Schild, ne? Ach komm, ich sehe es nur nicht, weil das rot auf rot ist. So, warte mal. Wir heben erstmal, heben wir jetzt sein Schild auf. Es ist rot, also muss es blau sein. Ich weiß jetzt gerade nicht, was, wie viel war denn das? Rot, grün, blau, naja. Nee, es war auch nur ein Fünfer. So. Jetzt hat Leo nicht nachgeladen, der Amateur. So, guck. Zack. Und er hat mir noch einen verpasst. Läuft gut, läuft gut. So, das wäre jetzt natürlich eigentlich sehr schlau gewesen. Oh, kommt der jetzt direkt hier hin? Nee. Ich finde es auch gut, wie der so wegruckelt. Komm, wir heilen uns mal eben. Er ist ja eh noch nicht sicher, wo er hin wäre. So, ist unsere Waffe noch verzaubert? Ja. Ich sollte das mit diesem, Doppelschuss wieder. Eigentlich... Nee, komm, wir machen es nochmal aus. Das hat mir jetzt... Es hat mir nichts Gutes gebracht. Sag ich es, wie es ist. So, wo will er hin? Da will er hin. Da verpassen wir ihm aber direkt eine. Und kriegt noch eine. Aber da ist er elegant ausgewichen. Und jetzt macht er wahrscheinlich Schild, wa? Oder was macht er? Hat er ein Schild gemacht? Ich sehe es immer nicht. Nee, hat er nicht. War aber ganz schön dumm von ihm. Sag ich, wie es ist. Wie viel haben wir denn noch? Ach, guck mal, nur noch 62 Schuss. Also sollten wir ein bisschen rumlaufen. Bin aber tatsächlich sehr gespannt, was jetzt noch danach kommt oder ob es das dann war. Und ich habe auch so das Gefühl, ich verstehe so langsam, was mit Zeitschinden gemeint war. War es das? Ja. So, dann werden wir aber jetzt noch schön hier einen absäbeln. Einfach nur fürs Gefühl. Ja, das fängt ja richtig gut an, wa? Das fängt ja richtig gut an. So, was haben wir hier oben? Schalter nehme ich an. Ach, da oben ist ja auch noch schwarzer Rand, wa? Sehe ich gerade. Wupp. Habt ihr alle nicht gesehen. So. Also. Guck mal. Da habe ich noch nicht mal gesehen, wo es jetzt aufgegangen ist. Aber die Kohlen sehen gut aus. So, von hier bin ich hier. Ich sehe halt wirklich, wo bin ich denn hergekommen gerade? Doch von da, oder nicht? Ja, doch. Und dann würde ich sagen, hier rein, wa? Es ist aber auch nicht hell. Cool, jetzt bin ich wieder hier. Oh boy. Du wirst diese unterirdische Stadt irgendwann so gut kennen wie deine Westentasche. Ja, wenn hier nicht er direkt einfach nur vom Laufen stirbt. Aber, ja. Mein Favorite wäre jetzt natürlich, wenn wir, ach, jetzt bin ich schon wieder falsch offen, wenn wir das jetzt alles machen und dann stellen wir fest, ja, nee, die Reihenfolge war falsch. Da würde ich fragen, seid ihr eigentlich bescheuert? Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ich habe immer noch Vertrauen. Aber auch das gehört ja zu diesem Sanity-Ding irgendwie dazu, nicht wahr? Dass man irgendwie,
Hier waren wir noch nicht. Guck mal, jetzt sind es nur noch eins, zwei. Ist hier drüben, waren wir drüben schon? Nee, ne? Nee, dann sind es nur noch drei. Das ist ja vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, obwohl heilen, nachladen vielleicht mal. Das ist auch so eine Mechanik, ne? Was soll denn das? Wahrscheinlich wollen sie damit verhindern, dass man im Menü nachlädt und nicht im stressigen Endkampf. Ich lasse ihn mal ganz kurz ein paar Schritte gehen. Einfach mal ein paar Schritte gehen. Ja, Kurti, bist du ruhig? Ich weiß nicht, ob man Kurti sieht. Im Anschnitt. Also er ist auf jeden Fall da. Nicht schon wieder diese Tür. Aber wenn jetzt jedes Mal dieser Boss kommt... Oh, Kurti. Kurti hat gehört. Jetzt ist er so im Anschnitt. Auch gut. Ach so, hier. Ja, hier ist noch irgendwas, muss da noch irgendwas passieren. Aber da sind es wirklich diese neuen Dinger. Das schlechte Leveldesign, ja. Moment, ich möchte eigentlich mal gerade, weil, wo ich gerade schlecht lese, musste ich an mich selber denken und da dachte ich, es wäre doch schön, mal wieder ein Schild zu haben. Bisher war immer alles rot und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir das Würmchen ausgewählt haben, das rote Würmchen ganz am Anfang. Und zack, zack, zack. Außerdem fühle ich mich dann wohler. Vielleicht sollte ich auch die Waffe nochmal gleich wieder verdingsen. Ist eigentlich auch nicht doof. Ich habe so den Verdacht, dass wir hier öfter jetzt... Ja, komm, ich kann... Ach, hier ist übrigens die Karte. Ah, hier sehe ich das auch. 1, 2, 3, 4. Ja, guck. Dann sind es ja nur noch 5. Ne, es sind ja auch schon 5. Dann sind es nur noch 4. So, ich habe mich nicht verlesen. Du hast dich verlesen. Was wollte ich machen? Magisches Item sprechen, zack, und zwar auf die Schrotflinte. Es ist auch geil, dass eigentlich hier der Wissenschaftler mit der Schrotflinte durch die Gegend läuft. Finde ich schon gut. Auf eine Art und Weise. Ich finde, das sieht schon interessant aus irgendwie so. Ich würde mir das gerne ein bisschen mehr angucken, aber es ist halt auch nur eine Textur. Diese Türme scheinen magische Energie, ja. Hm, okay, das haben wir auch schon. Der Machtzirkel. Nochmal Stärke? Bin ich gerade schon stärker reingesetzt? Ich verstehe das nicht, warum er hier wie... Also der ist ja mir voraus. Ich sage es, wie es ist. Ich keine Ahnung. Warum er jetzt hier welche Runen reinsetzt? Keine Ahnung. Aber es wird sich sicherlich noch alles erklären, ja? Wie? Hä? Also, wenn das Absicht ist, dass man sich hier so ein bisschen verloren fühlt, dann ist es, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Dass hier einfach so uninspirierte Druckknöpfe, hätte ich fast gesagt. Oh, geil. So, der ist jetzt wahrscheinlich nicht rot, ne? Wieso sind die hinter Glas? So. Ich hab keine Ahnung, wer jetzt von wo gekommen ist. Okay, er ist hier. Na komm, ich gönn ihm. Ach, er ist da? Ja gut, warte mal. Nicht, dass der uns nämlich gleich verteleportiert. Kommt er schon von hinten? Er ist grün. Rot, grün, blau. Rot, grün, blau. Das heißt, rot ist effektiv gegen... Weiß ist verschwendet. Aber guck mal, ich meine, mit einer Schrotflinte ins Gesicht, wie die jetzt, das wird doch ihm jetzt nicht so... Wo ist er denn? Es macht wahrscheinlich einfach weniger Schaden. Es wird nicht so effektiv sein, aber es wird doch jetzt nicht irgendwie so einen Effekt haben wie, du lädst ihn gerade auf oder sowas, ne? Weil es knallt trotzdem gut. Zauberglasscherben bringen Glück. Ich glaube, die bringen Unglück. Ist er tot? Hier bringt alles Unglück. Hallo, es ist ein Lovecraft-Spiel und irgendwie... Ich mag irgendwie diese Idee, dass unter dem Haus einfach so eine riesige Stadt ist. Aber wenn sich das, und ich befürchte, das war so, dass sich das jetzt hier reduziert auf Hallöchen, hier sind neun Türme. Mach mal und dann lädst du da ein bisschen durch. Was ist das da? Die Fragmente eines längst vergessenen Museums. Die Nischen sind heute mit fast undurchsichtigem Glas versiegelt, aber vielleicht standen vor langer Zeit einmal die Kreaturen Artefakte des verlorenen Nga in ihnen. Ja, da ist doch noch einer. Ah, ich würde so gerne in die First Person gehen manchmal. Genau dem Motto, Schrot bringt Tod.
Schrot ist Mod. Schrot. Schrottod. Der Schrottod? Schrot bringt Tod. Ja, es ist wie man es betont. Du hast recht. Du hast den richtigen Witz gemacht. Ich habe ihn aber verkackt vorgelesen. Archie, guten Abend. Du hast nichts verpasst. Und das ist noch nicht mal richtig gelogen. Weil, also außer vielleicht die Geschichte, dass ich hier jetzt gerade vergessen habe, ob ich hier lang muss. Muss ich da oben oder da unten? Diese Portalkiste ist tatsächlich noch schlimmer, als ich... Nee, ist richtig. Als ich gedacht hätte. Ich habe mir ja wirklich fast eine halbe Stunde oder so Zeit verschenkt, weil ich dachte, ich muss hier irgendwas richtig machen. Aber es ist einfach nur drücken. Und jetzt laufen wir hier durcheinander. Und wir haben uns die zwei Trailer zu Silent Hill Fanfilmen angeguckt. Die waren beide... Ich weiß noch nicht. Ich glaube, der erste, der etwas länger, der 30-Minuten-Fanfilm, der kann was. Der mit dem Auto, wo The Pyramid Head als Anhalter mitgenommen. So, jetzt muss ich mir hier was auswählen. Oh nein! Weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich habe auch so lange gebraucht, um zu verstehen, dass man diesen Runenstein im Keller, an dem sich der Gegner auflud, kaputt schlagen muss. Komische Designentscheidung. Das habe ich, da muss ich sagen, da habe ich nicht so lange gebraucht. Ich habe aber, glaube ich, auch erst versucht, den per Zauber aufzuheben und dann dachte ich, schlage ich mal irgendwie gegen. Aber ja, komische Designentscheidungen sind hier, ich würde sagen, das ist so ein bisschen so ein Oberbegriff. Ja, Schrottler, es ist nicht so einfach. Apropos nicht so einfach. Katzenhaare überall. Ich habe jetzt, glaube ich, zweimal Stärke gesetzt. Ne? Ey, wenn das jetzt am Ende doch so eine Kacke ist, dass ich irgendwie mir irgendwo aus den Fingern ziehen muss, was ich hier für einen Runenspruch legen muss, dann wären wir in 2 Jahren nicht fertig mit dem Ding hier. 12 Stunden Durchspiel bei How Long to Beat. My ass. Oder war das andere selbst? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wollen wir das Areal oder wollen wir die Kreatur oder wollen wir uns selbst oder wollen wir das Item? Ich glaube, mit Areal kannst du erstmal nichts falsch machen. Ja. Also, wenn so die Wissenschaft funktioniert. Hätte ich jetzt aber auch gedacht, weil wir wollen ja irgendwie, wollen wir doch irgendwas mit dieser Stadt hier machen, ne? Ich habe keine Ahnung. Also, wenn ich hier wirklich das ausschlaggebende Element bei dieser ganzen Weltuntergangskiste bin, habe ich schlechte Nachrichten. War das jetzt richtig? Holy shit, da ist er. Hab ich gerade daneben geschossen? Ne, er ist schon tot. Okay, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Was kommt da hinten? Warte mal, nehmen, weil die Kleinen möchte ich jetzt nicht mit der Schrotflinte. Ach so, die Elefantenbüchse haben wir irgendwie auch noch verpasst. Oder kommt noch? So, wann habe ich jetzt Mix gedrückt? Ne, Mix. Pistolenmunition. Ich möchte mich gerade nicht bewegen. Nicht, dass Leo jetzt gleich wieder ins Nirvana... Ach, da sitzt einer. Guck mal. Zack. Zack. Und noch einen fürs Gefühl. Das hat Leo souverän gelöst. Leo mit einer Waffe ist beängstigend, finde ich. Also dieser Gedanke, dass Leo mit einer Schrotflinte, mit so einer abgesägten Schrotflinte durch die Gegend läuft, macht mir irgendwie aus Prinzip Angst. Ist das Blut? Das ist doch Blut. Oh nö. In den Straßen der Verdammten fließt das Blut. In den Straßen der Verdammten. Das klingt aber auch wie so ein komischer Songtext. Fließt das Blut durch in Stein eingelassene Kanäle. Entweder um den Bewohnern der Stadt Nahrung zu geben oder um die dunkle Magie Chetugera. Also ich habe keine Ahnung, wie man auch schon mit Energie zu versorgen. Aber den soll man auch nicht aussprechen können. So nämlich. Ich muss gerade das letzte Rätsel von Phantasmagoria 2 denken. Ich weiß noch nicht mehr, was das für ein Spiel ist. Das klingt furchtbar. Wie viel Code habe ich verpasst? Ein bisschen, aber jetzt ist Kurt da. Kurt ist jetzt entspannt. Aber ich werde ihn erstmal nicht in Position rücken. Jetzt habe ich zu Kurt geguckt, aber nicht, welche Tür aufgegangen ist. Ist aber egal, um was geht es denn hier? Nicht viel. Es klingt ein bisschen zu dünnflüssig für Blut. Habe ich meine Schrotflinte? Habe ich nicht verdings. Ne, ich gucke erstmal, wer hier unterwegs ist. Bekämpfen die sich? Das ist ein bisschen nervig manchmal, dass man nicht sieht. Okay, der eine ist rot. Warte mal, während die sich bekämpfen. Ich glaube, der Rote gewinnt übrigens. Habe ich nicht, ne? Ne, habe ich nicht. Ich glaube, der Rote gewinnt, weil der größer ist.
Deswegen würde ich jetzt einfach meine Flinte blau machen. Aber noch kein Wetten angenommen werden. Da kennt sich wohl jemand fließendem Blut aus. Naja, also man muss ja auch überall mal so. Ich wohne in Berlin. Straßen sind Blut. Ist er tot? Ja, guck mal hier, zack. Ich wollte gerade sagen, der kriegt doch nicht zwei Dings. Oh! Was lernen wir daraus? Im Tod vereint. Da sind wir alle gleich. Es bringt gar nichts, uns hier gegenseitig auf den Kopf zu hauen. Am Ende lachen immer die Dritten. Die mit der Schrotflinte lachen. Am Ende kennst du die Stadt wie deine Westentasche. Guck dir das doch mal an, das Drama. Was soll das denn? Da ist ja noch was. War ich da schon? Ist mir auch egal. Aber das ist der Hauptgang hier, ne? Okay, alles klar. War ich hier schon mal? Sieht aus, als wäre ich schon mal hier gewesen. Aber ist auf jeden Fall neblig. Naja, hier geht's gar nicht weiter. Oh, was dieser Karte wirklich gut tun würde, wäre so ein ganz kleiner Punkt einfach, wo man so sieht, aha. Ich glaube, ich muss hier nach rechts, ne? Ist das hier eine Tür? Ne, von da... Achso, ich muss ja erst den Hebel. Hä? Aber wieso muss ich dann... Dann muss ich ja jetzt gerade von da rechts kommen. Dann ist es da. Ach, das... ja, okay, nee, dann ist alles richtig. Was ist das hier? Ich will ja nicht spoilern. Du wirst sie kennen. Glaub mir einfach. Ich weiß gerade nicht, worum es geht, aber ich finde hier... Das sah gerade so aus, als wenn das so... Ah ja, ich war schon wieder so. Und wenn jetzt gleich noch ein Monster kommt, dann... Nee, okay. Wahrscheinlich hätten wir auch einfach durchlaufen können, wa? Ah ja. Wollen wir nicht so sein. Die Punkte auf dem Gamerscore. 100% dran. Ja, ich wollte mir... Also, was ich auf jeden Fall machen werde, wenn ich hier durch bin, ich werde mir mal so einen Speedrun angucken. Das interessiert mich nämlich. Insbesondere, wie man diesen einen Bossgegner legt. Wo ich so lange gebraucht habe, aber wahrscheinlich war das schon eine ganz gute Strategie, die ich hatte. So, bin ich jetzt fertig? Hallo? Hat das Spiel eigentlich unterschiedliche Enden? Ja, hat es, soweit ich weiß. Es gibt ja, man kann sich am Anfang entscheiden quasi für eins dieser, also für das rote, das grüne oder das blaue Artefakt. Wir haben uns ja fürs rote entschieden. Oh Gott, Leo, ne? Der nächste, der nochmal Stargate. Also irgendwann greife ich durch. Ich rufe Dobbs hier an und dann greift der mal durch. Ach, da ist er. Ja, das ist ja auch sehr fair. Gott sei Dank, ich höre doch ein Geräusch. Ey, ich wollte sagen, es gibt unterschiedliche... Entschuldigung, mein Gehirn ist gerade etwas, es war aber auch eine Woche. Und ich bin ja alt jetzt, bewiesenermaßen. Also, es gibt diese Artefakte und ich glaube, je nachdem, welches man gewählt hat, ist das Ende ein bisschen anders. Und ich glaube, irgendwo mal gelesen zu haben, dass wenn man dann das dreimal durchgespielt hat mit jedem Artefakt, dann gibt es das True Ending. Aber, ja. So. Also, wir haben das letzte Mal Area gemacht. Wollen wir Schutz machen oder wollen wir das Fragezeichen? Ich glaube, das war Tier oder war das das andere Tier? Oder wollen wir Absorbieren machen? Was ist denn das Ziel? Das Ziel ist doch eigentlich... Irgendwas wollen wir aufhalten, da passiert irgendwas. Irgendwas passiert, also es ist die Theorie, dass hier in der Stadt irgendwie Energie irgendwas gemacht wird, ne? Irgendwas mit Energie. Ich nehme mal Schutz, ne? Schutz ist immer gut. Ich sag mal, also solange hier nichts zusammenbricht... Er will die Stadt zerstören. Will er das? Dann ist Schutz ja genau das Gegenteil. Nee, warte mal. Wenn wir die Stadt... klar, würde ich aber auch zerstören wollen, wenn ich drüber wohnen würde. Ich glaube, Schutz passt da nicht. Nee, wir wollen ja dann tatsächlich... Absorbieren klingt irgendwie kaputt. Projizieren, weiß ich nicht. Schutz ist es auf jeden Fall nicht. Ich habe leider hier die Jugend, deswegen weiß ich nicht, was ist. Wir probieren es erstmal mit Absorbieren. Probieren es mal mit dem Stuhl. Vielleicht können wir ja im Sinne von die Energie, die hier reingeht, von irgendwo, möchten wir absorbieren. Auf jeden Fall waren wir hier noch nicht. Oho.
Oh. Hä? Ein riesiger Steinblock mit einem bizarren Muster dominiert diesen Raum. Ist dies Kunst? Oder kann das ein Denkmal, ein Grabstein der Ureinwohner dieser Stadt oder ist Erzeugnis der grotesken Bestattung eines der barbarischen Eroberer? Oder ist es einfach nur ein großer Stein? Das ist gemein. Also es ist jetzt natürlich nicht schlimm, wenn wir jetzt teleportiert werden, aber ich will es eigentlich vermeiden. Okay, einer weniger. Da war nix. Das ist also... Also man merkt einfach, dass... Der ruft die, wa? Da ist er. Wir müssen in eine andere Richtung rum. Man merkt, finde ich, sehr, dass es einfach so einen Ursprung auf dem N64 hatte, weil diese feste Kameraperspektive... Wo ist er denn? Ach, hier unten, wa? Ich sehe nicht, ob ich hier durch kann. Ah, hier. Okay, alles klar. Hier muss ich vorbei. Er ist rot. Das heißt, wir sind mit unserer Schrotflinte erstmal gar nicht so. Ach, er wieder. Ach, fuck. Ah, ja, ja. Wir wollen aufheben. Er ist rot. Er hat ein rotes Schild. Ich mach mal den großen, wa? Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch einen kleinen. Gibt es 7 Symbole, die angewählt werden müssen? Jetzt? Ja, ich weiß. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, es sind 9 Türme. Fuck, Leo, fuck. Es sind 9 Türme. Plus die 7. Man weiß es nicht. Warte mal, ist meine Dings noch verwunschen? Sie ist nicht mehr verwunschen. Magisches Item sprechen. Blau. Ja, bitte. Fuck. Nee, da wird nichts. Das, wo war, das war ungünstig. So, jetzt aber. Gucken wir mal, schnell genug sind. Das verbraucht Gott sei Dank nicht sehr viel Energie, dauert nur lange. Auf jeden Fall sind alle bis auf 3 Symbole Paragon. Ja, das ist Stärke, ne? Alter, den haben wir zersäbelt. Leo, lad mal nach. Ach, er immer mit seinem Schild, ey, das ist doch alles nicht wahr. Probier mal, vielleicht funktioniert aber auch das hier, reicht es schon. Das ist halt, also ich habe halt drüber nachgedacht, ich habe ja gar kein Problem damit, dass man so Rätsel hat, die man einfach machen muss. Also was heißt Rätsel? Also ich weiß halt ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich hier mache und ich überlege, ob das einfach Konzept war oder ob das Spiel einfach nicht gut kommuniziert hat, was hier gerade passiert. So, das ist natürlich, wenn man es dann das zweite Mal spielt oder wenn man es weiß, ist okay. Aber jetzt ist es halt einfach so, ich mache das hier gerade. And I don't know why. So richtig. Also ist halt einfach diese riesen Stadt unter meinem Haus. Und irgendwann ist mit der Apokalypse. Aber was ich hier jetzt im Detail mache, also wenn mich jetzt einer fragen würde, muss ich erstmal den Stift hier finden, war den Dingsda-Stift. Oh Gott, ich sehe hier nichts. Was ist hier? Jetzt kann ich. Ah, hier ist doch eine Treppe, ne? Ja, ja, ja. Das ist einfach eine Next-Level-Herausforderung. Und dann hier einfach diese billigen Holzhebel. Finde ich auch gut. Sag mal, das ist doch auch bei euch dunkel, oder bin ich das? Ich meine, mir geht auch noch so ein bisschen hier Dings ins Gesicht, aber. Ach, das hat er auch nicht übernommen. Ah, na klar, weil ich hier ja auf einem. Ich verstehe. Das ist, weil das jetzt über quasi SD-Karte läuft. Wenn das jetzt kontrastarm aussieht, sag bitte Bescheid. Aber ich sehe immer ein bisschen was. Es ist wirklich sehr dunkel gerade. So, guck mal. Wir sind noch durch. Finde ich schade, aber hätte gerade Edwards Geschichte interessant sein können, weil der erste Grund ist, warum Alex das. Ja, das ja auch, genau. Er ist ein bisschen verlorenes Potenzial nach hinten raus, weil der Build-Up, finde ich, ist echt gut. Aber dann zerfällt es so ein bisschen, was das angeht. So, also müssten jetzt eigentlich, warte mal, wir haben nur das, was wir mal ganz kurz gesehen haben. Das sind unsere 3 Ausgangsruhen, also rot, grün, blau in beliebiger Reihenfolge. Dann habe ich jetzt einmal das gesetzt.
Einmal den Stuhl, einmal das. Ne, zweimal habe ich das gesetzt, aus Gründen. Oh, ich sehe das schon kommen, ne? Dreimal habe ich das gesetzt. Und dann noch das. Ihr müsst doch... Ach, warte mal. Jetzt, wo ihr Stargate gesagt habt, ne, sehe ich ja die Runen, die hier überhaupt erstmal drauf sind. Ist das unser Hinweis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 möglicherweise? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann ist wieder der, also ich fange da oben links an bei diesem Ball mit dem Strich nach unten. Nun frage ich mich gerade, aber das sind doch sieben Dinger hier, sieben Portale, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ne, wir haben 9 von den Portalen. Sind hier 9 Zeichen irgendwie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann wieder runter. Aber warum? Da bin ich gerade echt... Also, ich finde das komisch. Schau doch mal in deinen Sprüchen, wie der Spruch heißt, der diese zwei im Stargate-Magneten ruhen hat. Das ist einmal eher so und eher so. Ja, das ist ja auch so geil. Man sieht es ja einfach nicht. Also, ich kann ja gar nicht gucken so einfach, welche... Oh, oder? Weil das Einzige, wie ich prüfen kann, welches ist, sehe ich ja, was das ist. Und dann muss ich ja aber quasi jetzt erstmal in den Ruhm gucken, was das ist. Das ist einmal Schutz und was war das andere? Stärke vielleicht? Warte, mal gucken. Schutz und... das sieht aus, als wäre das... Welches ist es denn? Habe ich das hier? Das hier? Nee, das war es nicht. Das hier müsste es sein. Also Schutz und Stärke, wa? Schutz und Stärke, ist das richtig? Schutz und Stärke, Schutz und Stärke. So, also jetzt brauch einen Spruch, wo die Runen Bangkok, also Bangkok und Paris drin sind. Bangkok und Paris. Bangkok und Paris. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Das würde auch nicht sein. Das ist er auch nicht. Er wird. Zombie kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl, natürlich, wenn es hier ums Beschwören geht. Hier ist schon mal Bangkok. Okay, aber Schutz und Stärke klingt irgendwie unpassend, wenn man die Stadt zerstört. Ja, im Detail noch nicht ausgearbeitet. Tier und ist. Da auch nicht. Jetzt wird's eng, weil jetzt bleibt nur noch Isolierung. Ja. Also, ich sag mal so. Da würde es wahrscheinlich der Spruch sein, den ich noch nicht habe. Oder ich muss den jetzt erfinden. Das, pass mal auf, jetzt probieren wir folgendes. Neuer Spruch. War mir doch egal. Bangkok. Ja, bringt auch nichts. Hallo Big Boss, hallo. Du hast ganz, ganz viel verpasst. Wir sind schon wieder hier in dem... Ach. Ich glaube, ich habe diesen Spruch noch nicht. Kann das sein, den ich hier brauche? Würde Sinn ergeben, wa? Guck mal, jetzt sehe ich auch mal was. Wenn man ein bisschen heller gemacht, schon sehe ich was. Man soll sich wundern. Diese Türme scheinen magische Energie aus einer nahen Quelle zu bündeln. Wenn sich eine Rune auf dem Turm befindet, kann diese vielleicht den Fluss der Magie beeinflussen. Ob die Türme selber wie ein Machtzirkel funktionieren. Ja. Ich sehe schon, dass ich mindestens 5 Minuten verpasst habe. Du hast keine Vorstellung. Okay, also es geht um einen Spruch mit 9 Runen, nicht wahr? Also es ist ein 9-runiger Spruch. Und es wird auf jeden Fall ordentlich Stärke drin vorkommen, weil der immer ordentlich da war. Und mal hier geht zum Beispiel nur Stärke. Das heißt, auswählen konnten wir jetzt nur bei dem anderen, weil ich schon wieder vergessen habe, welcher das war. Das war, glaube ich, der ganz links, ne? Genau, also ist auf jeden Fall ordentlich Stärke dabei. Und jetzt plötzlich sind diese 62, habe ich jetzt nachgeladen? Nee, weil er hat nicht nachgeladen aus Gründen.
Okay, das heißt, man muss jetzt sich eigentlich nur nochmal. Also eigentlich dürfte man das rausfinden, weil es sind ja eine Menge da, die einfach nur diese Stärketeile sind. Hier war ich schon. Das heißt, hier dürfte jetzt auch kein Gegner kommen. Das heißt, hier muss ich eigentlich nur nach links laufen. Wie meine Westentasche. Also entweder wird es Redgomor-Areal oder Nakawat absorbieren sein. Oder Redgomor und eine der Runen mit dem Fragezeichen. Davon ist, glaube ich, vertreiben oder so. Das klingt gut. Aber wir machen jetzt erstmal alle, wo wir was machen können. Und dann machen wir den Rest, wo wir noch nichts machen können. Redgomor klingt nach einer Metal-Band. Er war nach einer ziemlich guten irgendwie. Wie ich das, Hello, we are Redgomor. Bam, 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 würde ich sagen. So würde ich mich vorstellen, wenn ich die Band wäre. Hello Finland, we are Redgomor. Thank you. Ich habe mir gerade, ja siehst du, hier ist auch Stärke. Ich habe mir gerade, habe ich die das Stand-Up-Programm, um irgendwas passiert. Ich erzähle dir gleich, was ich gerade. Ah, die ist falsch. Alle anderen waren richtig? Leck mich am Arsch. Bis auf eine alle richtig? Bis auf das Stühlchen alle richtig, oder? Ach, shit. Ja, geil. Also, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade Henry Rollins. Oder Rollins, sagt man, ne? Rollins? Rollins. Henry Rollins. Unter anderem Black Flag-Sänger. Da ist ja auch Stand-Up-Comedian. Und da habe ich mir gerade. Müssen wir mal bei YouTube eingehen. Ach du Schande. Sein Programm, seine 10 Minuten Programm zu Iggy Pop angeguckt. Das ist ganz hervorragend. Also wenn ihr mal richtig was Lustiges sehen wollt, ist er tot? Ne, er lebt noch. Ne, er ist tot. Ich habe so gelacht wie lange nicht mehr. Also wenn ihr auch lustige Dinge mögt und ein bisschen Iggy Pop zum Beispiel wertschätzen könnt, ist das eine super Geschichte. Einfach Rollins mit zwei fuck, nicht gesehen. Mit zwei Elmer eingehen und Iggy Pop, das ist sehr, sehr lustig gewesen. Ach du Scheiße, ich war lange nicht mehr hier, wa? Okay, rot machen wir mal nicht. Wir machen mal am besten gleich lila. Grün würde auch gehen. Ey, lass die Scheiße jetzt. Da ist lila. Ja, ist blau. Obwohl blau geht auch, komm, scheiß drauf. Guck mal, wie wir ihn da in der Michael Jackson Dance Move Szene festgegangen haben. Oh, dann können wir auch mal eben aufladen hier, oder? Was ist denn das hier, Magie? Dann warte mal, dann halte ich mich mal gerade hoch. Da gewinnen wir alle. Da gewinnen wir alle. Dann können wir nämlich mal gerade eben uns hier voll aufpimpen. Ich hätte so gerne eine Metalband, ne? Ich hätte so gerne eine Metalband. Aber dafür muss man ja auch, also irgendwie sollte man ja so ein bisschen damit auch zu tun haben. Und das habe ich einfach nicht mehr. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? Gerade Metalband gedacht. Ich wollte nämlich eigentlich... Ach, ich kann hier nicht. Scheiße, ich kann hier ja nicht. Entschuldigung, Archie, ich habe die Links deaktiviert. Wir hatten das letzte Mal einen Bot da muss ich jetzt vorsichtig sein. Also du und Tom seid ja schon mal Metal, du. Ja, aber das ist ja, also ja, du hast recht. Eigentlich habe ich schon eine Metalband. Ja, sie heißt Tom. Ja, hallo, der Patte. Der relevanteste Metal-Song der letzten, pardon, 56,Dings da Jahre. So, warte, ich muss mal kurz drüber nachdenken, was jetzt gleich passiert. Scheiß, keine Clips von Matzke gepostet werden. Ich muss mich da noch reinarbeiten. Ich kann jetzt ja theoretisch auch diese ganzen Abo-Kram und so, also Affiliate-Kram machen. Aber ich habe mich damit einfach noch nicht beschäftigen können. Deswegen, Entschuldigung, ich musste zum Hautarzt. Und der Hautarzt hat gesagt, sie haben nichts. Dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Das musste aber sein heute. So, ich kann hier nichts machen. Das heißt, ich kann eigentlich jetzt nur verschwinden. So, ihn lassen wir da auch und ihn da rechts auch. Die sind mir jetzt gerade egal, wobei ich ihm heute den Kopf habe aus Prinzip, weil ich Metal bin. So, dann landen wir jetzt hier. Hier sind jetzt so
Trapper unterwegs. Dann machen wir aber erstmal, was bietet sich denn an? Eigentlich bietet sich auf jeden Fall an, die ist schon. Erstmal nehmen wir die und dann mixen wir die mal mit Muntermacher. Ach ja, für was war der denn nochmal gut? Für Sanity oder für Magie? Ich höre gar nichts. Wo sind sie denn? Okay, alles klar. Aufheben, sprechen. War ja rot, der war ziemlich rot. Der war sehr rot, ja, okay. Kann ich jetzt eigentlich die Waffe auswechseln, ohne dass der Spruch abbricht? Ja, aber sie werden nicht mehr gerufen. So. So. Das war aus Prinzip. Ich möchte nochmal erwähnen, dass ich Patte MP3 in den The Search Safe Rooms habe abspielen lassen. Jedes Mal, wenn ich da rein... Holy shit, das ist aber auch Next Level. Das ist aber auch Next Level. Also mein Respekt für diese Entscheidung. Ich weiß aber nicht, ob das so eine gute ist. Aber ich mag den Song auch. Der ist in der, also relativ kurzer Zeit entstanden und wir hatten sehr, sehr viel Spaß bei. Video hat eigentlich nur länger gedauert, als den Song zu schreiben. Da wurde ich ja, also mir wurde ja dieser Text zugeschickt in Zügen und da dachte ich, das ist eigentlich viel zu gute Idee, um das nicht zu machen. Hallo. Hey, listen. Hast du eigentlich mal das KISS-Videospiel gespielt? Oh Gott, auf welcher Konsole war das denn? Das ist auch schon uralt. Das hat nicht geklappt, wie ich wollte. Hab ich ihn denn getroffen überhaupt? Ist meine... Ach fuck, sie ist auch nicht mehr... Magisches Item. So. Merkt euch, wo er hinfliegt. Da hinten fliegt er hin. Okay, da... So komme ich doch hier lang, oder? Ne, er fliegt ja gar nicht hin. Oder fliegt er doch dahin? Man weiß es noch nicht so ganz. So, jetzt aber... Bams. Okay. Redmore's Headless. Headless Projection Spell Random... kann ich überschutzen. Das kann ich jetzt, finde ich gut. Also ich glaube, es gibt schlechtere erstmal Konzeptalben als Eternal Darkness. PC und Dreamcast sehe ich gerade, okay. Und auch schlechtere Vorbilder als jetzt als so eine Band-Entstehungsgeschichte. Wir haben Eternal Darkness gespielt und das fanden wir gut. Und dann haben wir eine Band gegründet und dann haben wir gedacht, was hat uns am Spiel so richtig viel Spaß gemacht? Es war all dies. Das KISS-Videospiel, war das gut? Ich glaube, das war nicht gut, oder? War das gut? War das kein Flipperspiel? Nee, es war ein Shooter, ne? War das ein Shooter? Irgendwie erinnere ich mich an irgendwelche Bilder, die ich mal gesehen habe. Oh, da oben übrigens. Das finde ich eine schöne Statue da. Das gefällt mir. Schön spinnig. Das ist ein Doom-like-Shooter. Ich habe, glaube ich, das dann damals in der Maniac oder so oder in der Screen Fun gesehen. Aber ich bin ehrlich gesagt kein riesiger KISS-Fan, deswegen hat mich das jetzt damals... Oh, das ist doch alles hier nicht wahr. Hat mich das jetzt nie so richtig abgeholt. Man spielt da rein eine KISS-Coverband, was ich sehr lustig finde. Okay, jetzt ist es... jetzt finde ich es schon wieder interessanter. Bin aber ganz glücklich, dass ich das nicht so durchgesetzt hat, im Sinne von... apropos durchgesetzt hat, wir sollten mal abspeichern. Fällt mir gerade ein, als ich kann ich abspeichern, weil because the fucking darkness is coming. Ich wollte sagen, dass sich das nicht durchgesetzt hat, dass jetzt hier Bands sagen, guck mal, wir machen jetzt einfach auch noch Videospiele, weil die einfach arschteuer geworden sind. Also, brauche ich ein Slipknot-Videospiel? Hängt natürlich ein bisschen davon ab. Man kann da theoretisch viel machen, wenn ich drüber nachdenke. Aber die wenigsten Bands bieten mir genug Inhalt. Also, es gibt ein Queen-Videospiel. Okay, bei Queen würde ich sagen, Queen darf machen, was sie wollen. Queen, ja. Ich bin jetzt auch kein riesiger Queen-Fan, aber ich habe großen Respekt vor dieser Band. Vor Freddy. Von den Dingen, die sie getan haben. Wo bin ich denn jetzt? Ich denke, ich habe nur eine Rune falsch gemacht. Wahrscheinlich habe ich eine Rune falsch gemacht und deswegen muss ich jetzt hier durch. Ich habe schon wieder vergessen, welche das war. Es war die mit dem... mit diesem... Tischdings, oder? Mit dem, Hier bin ich doch hergekommen. Ja, bin ich hergekommen.
Mit dem Stuhl. Die Stuhlrune. Eieiei, das Stühlchen. Okay, das merke ich mir, das Stühlchen. Wenn, ich habe aber nicht mitgezählt, deswegen weiß ich gerade nicht, ob da noch andere gefehlt haben. Aber es war die einzige, die... Warte mal, hier war ich doch gerade. Bin ich nicht von da gekommen? Oh, sieht alles gleich aus. Ich liebe es. Ich bin von der anderen Seite gekommen. Ich bin von der anderen Seite gekommen. Ein Slipknot-Videospiel. Slipknot. Survival in the Bar. Oh, was ich gut finde, gibt's bei Twitch so eine Möglichkeit, so Punkte zu vergeben? Für so Wortwitze? Ich glaube, da würde ich die ganze Zeit nur Punkte vergeben. Naja, aber ich meine, Slipknot, da haben wir immerhin neun Persönchen. Ich bin doch von hier gekommen. Hä? Wie meine Westentasche. Und ich habe keine Westentasche. Also, ich dachte, ich bin nicht von hier gekommen. Ich bin noch an dieser Ecke rausgekommen, wo diese, Oder sieht das genauso aus? Mal, wollt ihr mich jetzt fertig machen, oder was? Ich kann doch nur von... Einfach... Oh, das ist sehr gut. Einfach ein Beat-and-up mit allen großen Metal-Bands wie, was war das? Def Jam oder so? Gab's dann ein Spiel? Def Jam auf die Fresse oder sowas? Ach, jetzt weiß ich, was los ist. Okay, ich bin noch richtig, ich muss noch auf die andere Seite. So, ja. Das fände ich ganz cool. So die Bands sich einfach richtig bekriegen mit der entsprechenden Mucke und so Sonderdingern. So, das finde ich ganz gut. Es gibt auch einen interaktiven Film mit dem Undertaker bei Netflix. Ein Slipknot-Videospiel ist also nicht unwahrscheinlich. Es gibt einen interaktiven Film mit dem Undertaker? Bei Netflix? Ist das so? Ach, so ein Handy-Ding oder was, ne? Naja, ich meine, das ist. Am Ende geht es ja nur darum, irgendwie. Ich glaube, es wird keine Band mehr jetzt so richtig sich so ein richtiges Videospiel irgendwie auf eine Kette binden. So, warte mal. Es war der einzige, der falsch war. Jetzt habe ich ja mehrfach diesen blöden Stuhl, oder? Warte mal. Oh, ich habe nicht aufgepasst, so ein Müll. Wir haben mehrere Stühle. Nee, einen richtigen Film. Man trifft halt Entscheidungen, die Geschichte beeinflussen. Mit dem Undertaker? Welche Entscheidung hat denn der Undertaker getroffen? Ach, guck mal hier, der ist falsch. Weil das ist der Einzige, der nicht mehr aktiv ist. Gott sei Dank, endlich mal Game Design. Endlich mal ein bisschen Game Design. Uff. Ich hoffe, das war jetzt Game Design und ich habe den nur nicht vergessen. So. Jetzt muss ich nur noch mal... So, guck mal, Stuhl war falsch. Der hier, den haben wir gemacht. Und der war falsch, ne? So. Waffeln oder Müsli zum Frühstück? Ach, jetzt so. Schutz? Nee, wir wollen ja, dass kaputt geht. Das Stühlchen war falsch. Absorbieren war falsch. Projizieren? Schutz ergibt aber auch nicht so ganz Sinn, ne? Aber das haben wir noch nicht. Ich probiere mal Schutz. Es sei denn, wurde das vorhin geschrieben? Ich muss mal kurz gucken. Hat da was geschrieben? Nur, dass ich da nicht sagen kann, Schutz und Stärke. Dann ist das, glaube ich, das T mit zwei Strichen. Oh Gott, du bist meine Rettung. Warte mal, T mit zwei Strichen. T mit zwei Strichen. Das Einzige, was jetzt aussieht wie ein T mit zwei Strichen, ist das hier? Das T oder das hier? Das hier ist ein T mit zwei Strichen, ne? Das ist ein T mit zwei Strichen. Das andere ist ja eher so ein... was ist denn das? Das ist ein umgekipptes H, das sich ein Kopfhart angestochen hat. Das hier, ja, okay. Ja, ich habe da auch genau das gespielt. Aber man spielt New Day, die Urne vom Undertaker holen wollen, betreten sein Haus, dann trifft man eine Entscheidung, entweder zu führen, dass man weiterkommt. Moment, ich muss ganz kurz gucken. Das finde ich ja furchtbar. So, zack. Und ja, wir gehen so rum. Wo kommt das T? War alles richtig. Es ist alles richtig. Gott sei Dank. Ich hätte jetzt keine Ahnung. Obwohl, doch, warte mal. Jetzt will ich noch eine Sache überprüfen.
Durch Edwards Manipulation an der Einstellung der Apparatur hat er unglaubliche Energien heraufbeschworen, die sich nun in der Stadt aufbauen. Ihre Kraft wird sich nicht mehr lange vom Mauern aufhalten lassen. Edward muss hier schnellst aus der Stadt fliehen. Wenn das jetzt zeitkritisch ist, dann raste ich hier live aus. Ich kann immerhin speichern. Moment, dass ich das jetzt gerade verstehe. Es gibt bei Netflix einen interaktiven Film, wo man New Day spielt, die Urne vom Undertaker holen wollen und die betreten sein Haus und dann trifft man Entscheidungen, die entweder dazu führen, dass man weiterkommt oder dass man von ihm konfrontiert wird. Das ist doch nicht echt. Erzählt mir doch nicht. Warte mal, das Käse. Netflix WWE Undertaker New Day. Das ist doch nicht echt. Escape the Undertaker Director says final fight between what? Escape the Undertaker. What zur Hölle ist denn das? Nee, das lese ich. Ich lese das jetzt einfach nicht. Dann gibt's das auch nicht. So. Also. Wenn jetzt zeitkritisch wird, dann geh ich kaputt. Muss erstmal los. Ich hoffe, ich kann später nochmal reinschauen. Ja, wenn ich so weitermache, bin ich hier noch in 2 bis 4 Stunden. Es gibt sogar mit deutscher Synchro. Oh, jetzt hör doch mal auf. Jetzt, warum tust du das? Deutscher Synchro. It's a new day. Yes, it is. Es ist ein neuer Tag. Ja, das ist es. Wo bin ich, wo will ich hin? Ich muss wieder in die Haupthalle. Warte mal, jetzt bin ich hier wieder. Dann muss ich jetzt hier runter und dann rechts hoch. Ja, doch, ist richtig. Warte mal, hier ist die Treppe. Oh, ich bin mir wirklich noch nicht so ganz sicher, wie ich das hier finde. Oh, nö. Warte mal, kann ich entkommen? Ich muss doch raus, oder? Ich muss jetzt raus. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Kann ich einfach rausgehen jetzt? Es rumpelt auf jeden Fall ein bisschen. Also wenn man einfach gehen kann. Ist hier eigentlich noch der Boss, der Gegner, den ich dahin teleportiert habe? Das wäre so lustig. Wenn der immer noch da. Klar, aber der wird noch da sein, wa? Ich höre ihn doch schon. Gott, wie der. Also. Der ist wirklich noch da. Ja, den habe ich übrigens aus... Ach, schade. Oh nein, die Armen. Das wäre so lustig, wenn der Gegner da noch stehen würde. Ah, 48 Jahre später. I remember. Warte mal, aber Ach so, 48 Jahre später, verstehe. Das ist, als er dann gestorben ist, ne? Jetzt wissen wir auch, wie er gestorben ist. Okay. Ja, das ergibt tatsächlich Sinn. Welcher Zauberspruch war das jetzt und erlernst du den? Ich hab schon wieder... Ja, ich... Wir müssten ihn ja eigentlich jetzt erlernt haben, oder? Master, I bring thee grave news. The colony of Guardians in the ruins of Engar has been decimated. Ach, das ist jetzt aber dann... I fear we are lost. Your fears are unfounded, servant. This news is irrelevant. I have seen the future that will come to pass. In this vision, I see myself crushing Xanatoth as I was destined to do. My many mouths consume its body from all sides, gnawing at it until nothing remains. This I have seen. This is what will be. You would place all our faith in a vision? Yes. Just as I have placed all my faith in you. Ich verstehe gerade, glaube ich, nicht so ganz. War jetzt diese Vision, das, was wir eben gerade gesehen haben,
Muss ja nach dem passiert sein, nachdem Edward da alles kaputt gemacht hat. Das spielt aber trotzdem alles vor dem, was jetzt gerade ist, ne? Muss ja. Weil das ist ja zeitlich danach. Also knapp die 48 Jahre, wahrscheinlich 48,5 oder 48 und 2 Wochen, nachdem Edward dann umgebracht wurde. Ja, muss ja. Alles andere ergibt ja keinen Sinn. So, Alex findet ein Stück Papier zwischen den Seiten des Tome. Es scheint sich dabei um eine Notiz von Edward zu halten. Hallo, ich bin tot. So. Wann haben wir denn übrigens die Schrotflinte gefunden? Ich will gar nicht mehr drauf. Auf einer Seite des Tome of Eternal Darkness ist eine kleine Notiz vermerkt. Lieber Alex, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Die dich aufrecht hält, wenn alles schief läuft. Es handelt sich um eine meiner Lieblingstropfen von dem Meerefässer im Keller lagern. Bitte nimm dir, was du brauchen kannst. Ich glaube, ich werde es wohl nicht mehr gebrauchen können. Dein nicht liebender und mittlerweile toter Großvater Edward. Okay, also wir müssen in den Keller. Ich verstehe. Was wir jetzt gar nicht benutzt haben, ist der Mutmacher übrigens. Oh Gott, das Ganöle geht mir jetzt schon wieder auf den Sinn. Nicht einen Mutmacher benutzt. Ich weiß ehrlich gesagt, ich kann nicht einschätzen, wie lang das hier noch geht. Das ist echt krass. Eigentlich hätten wir schon längst durch sein müssen. Oh Gott, wie schnell sie ist. Aber es kann ja wirklich nicht mehr so viel sein. Jetzt sind eigentlich alle tot, außer sie. Okay. Ich verstehe von der Story nicht viel. Das ist mir etwas zu wirr. Und da ich nicht alle vorigen Folgen gesehen habe, ist das sowieso alles crazy. Unterhaltungen sind ein bisschen lustig. Ja, also ich kann dir sagen, selbst ich, der das gespielt hat, aber das hat nichts zu sagen, ich könnte es dir jetzt gerade nicht so richtig zusammenfassen. Also es geht im Kern geht's um zwei böse Götter. Also Aliens. Einer von denen ist vor langer Zeit auf die Erde gekommen und wurde da so ein bisschen verehrt und ist, glaube ich, so ein bisschen als Schutzgott verehrt worden und hat die Erde beschützt. Und der andere ist jetzt quasi mit dazugekommen. Und will den vernichten und damit irgendwie die Welt an sich reißen. Also im Sinne von alles kaputt machen. Okay, hier ist kein Weinfass. Ich habe auch so langsam, vergesse ich, mit wem wir wann, wo, wie, wo waren. Das ist auch gerade ein bisschen schwierig, weil ich, es waren doch, also ihr muss doch irgendwo ein guter, also sagt der große, guter Tropfen, hat der... Ich gebe zu, da habe ich mich gerade erschrocken. Dass sie wirklich gerade auf die Kamera geschossen hat, da habe ich mich erschrocken. Wer sich gerade fragt, was soll das? Das ist so ein Sanity-Effekt. So Sicherung haben wir alle reingedreht. Ach, warte mal. Ist das der gute Tropfen? Ne, ein Stethoskop haben wir nicht. Muss jetzt Alex auch das Wahlgerät benutzen? Kennst du die 7 Chevron? Oh Gott, ich hoffe, ich muss nie wieder in diese Stadt. Wir haben kein Stethoskop. Also der Safe, der ist gerade noch raus. Guter Tropfen, wo hat denn der Opi sein Alkohol gelagert? Sie guckt so. Zwischen den Weinfässern etwas eingeklemmt. Soll Alex da rausziehen? Wenn es ein Stethoskop ist, muss ich ein bisschen schmunzeln. Eine Spitzhacke. Ein Vorrat an Edwards Portwein, seine Leidenschaft für einen guten Tropfen Portwein war ebenso ausgeprägt wie exzentrisch, wie sein Hunger nach Wissen. Das haben wir alle schon mal gelesen. Okay. Also eine Spitzhacke. Also, ja, na gut. Eine nützliche Spitzhacke, mit der Wände eingerissen werden können. Ah. Sie ist zu unhandlich, um sie als Waffe einzusetzen zu können, aber vielleicht kann man sie für andere Aufgaben gebrauchen. Da weiß ich natürlich weiter. Das soll nicht unser Problem jetzt sein. Tür einreißen. Das finde ich noch. Gott sei Dank. Auch das, Gott sei Dank Game Design. Gott sei Dank Game Design. Klingt doof, aber ich hätte jetzt sonst nicht so richtig Ahnung gehabt, dass wir hier, und ich hoffe, das ist jetzt richtig, ansonsten stehe ich ein bisschen doof da. So, weil hier ist nämlich das hier. Und da benutzen wir das jetzt.
Ging nur mit der Spitzhacke übrigens. Ach ja. Oh. Ach ja, klar, ist ein bisschen durchgedreht. Den haben wir vorgespielt, der ist im Irrenhaus gelandet. Jetzt weiß ich auch warum. Ja, das ist ungünstig. Ah, okay. Ja, das kommt nicht gut. Okay. What is that? Wenn ich da. Es knallt mir ein, ne? Ja, ja, ja. Alles klar. Blau, rot, grün, blau. Also müssen wir jetzt grün und aufheben. Aufhebung, sprechen. Drei müsste reichen. Grün. Was hängt denn da an der Wand? So. Hä? Ach, hier, ja. Natürlich, ein antikes Stethoskop, scheinbar aus Versehen in die Asche gefallen. Funkelt im Licht. Soll Alex das Stethoskop? Ja, nehmen wir mal mit. Könnten wir nämlich gebrauchen. Ach, das soll das sein. Ein Hörrohr. Ein Stück Papier von den Flammen verschont geblieben liegt inmitten von Knochen. Also, ja, nehmen wir mit. Alex hat eine Seite aus dem Journal von Maximilian Rohrwas, Rohrwas gefunden. Das haben wir doch auch, wahrscheinlich dreht er gleich ein bisschen durch. So, dies die Seite, bla bla bla. Während ich meine Theorien überprüfte, verdichtete sich auch mein Verdacht gegen meine Diener und ich begann, sie zu fürchten. Ich fing an, sie aufmerksam zu beobachten. Vor ein paar Tagen sah ich, wie einer von ihnen den Hals streckte. Ich könnte schwören, er drehte ihn in eine merkwürdige Richtung. Das Muskelgewebe trat an eine Stelle hervor und schwoll unnatürlich an, als sei ein Knochen von seiner anatomisch korrekten Position an eine andere Stelle hin verschoben worden. Etwas anderes bewegte sich an seine Stelle. Ich stolperte weg aus seiner Nähe, wissend, dass ich von unseligen Kreaturen umgeben bin, die die Haut sterblicher Männer und Frauen tragen. Ich muss etwas unternehmen. Lieber Gott, lass meine Hand geschickt und barmherzig sein, damit die Welt nicht noch mehr dieser teuflischen Kreaturen erfährt. Jetzt ist natürlich interessant, weil wir haben ja, als wir ihn gespielt haben, ist das ja genau so passiert. Und wir haben möglicherweise auch die ein oder andere Person gerettet, möchte ich es mal sagen. Ob das jetzt nur eine Einbildung war? Schönes Bild, aber... Ich hoffe nicht. Aber also, das Ding ist, ich finde, das ist an sich schon wieder eine coole Geschichte. Die gehen halt so unter. Die gehen halt leider so ein bisschen unter, weil es so viel verschiedener Kram ist. Da höre ich sie doch schon. Wenn das ein Film wäre, hätte ich gesagt, ey, konzentriert euch auf weniges. Ist er tot? Was ist denn da los? Ich sehe halt nichts. Ah, okay, alles klar. Passiert das denn jetzt gerade oder was? Okay, wir müssen mal gerade hier ein etwas anderes Geschütz auffahren. Ich habe gerade irgendwie gehofft, dass das hier gerade nicht passiert. Jetzt. Warum? Ach, sie schießt auch ein bisschen daneben. Also ein bisschen sehr daneben. Hallo, wie kann man denn aus der Entfernung daneben schießen? Das ist jetzt Quatsch. Habe ich irgendwas zum Draufhauen? Ich habe ein Schwert. Komm. Ja, das geht. Aber mit einer Schrotflinte aus einem halben Meter ist ein bisschen zu viel verlangt, oder was? Da brauchst du jetzt auch nicht mehr so angeben. Nee, da war überhaupt also richtig gut gelaufen. Das war richtig, richtig gut. So, ist das die hier? Ja. Und ich habe mich darüber beschwert, dass wir mit ihr noch keinen Schuss abgegeben haben. Das war auch großer Quatsch. Jetzt muss ich nur aufpassen. Okay. So, jetzt aber wieder in den Keller. Und jetzt ist auch alles voller Monster hier. Das ist doch schön. Wirklich alles voller Monster. Jetzt eine Fackel.
Das Ding ist, dass Monster hier bisher immer nur im Zusammenhang von Visionen aufgetaucht sind. Deswegen musste ich mich da gerade erstmal so ein bisschen mit anfreunden, dass jetzt hier einfach die Monster rumlaufen. Ne, Kurti? Kurti ist ja auch da. Na komm. Warte mal, hier, komm, Kombi. Zack, zack. Oh, ich gebe auch mal ein bisschen Kurti. Während wir hier ein bisschen Zombie schnetzeln. Warte mal, dann gönne ich euch noch mal ein bisschen. Als Belohnung so ein bisschen das hier. Dass ihr hier so aufmerksam dabei bleibt, wie ich versuche, Töne Darkness zu beherrschen. Aber ich meine, also ich bin relativ. Also, naja, ja. Also, das Edward-Kapitel ist ein bisschen zäh, würde ich jetzt gerade mal so formulieren. Also es war cool, weil man in dieser Stadt unterwegs ist. Ah, da unten ist bestimmt jetzt auch nicht was los, ne? Aber am Ende. Nee, ist gar nichts los. Am Ende zerfranst es so und ja, gestreckt, wurde ja gesagt. Was steht da? Ein antikes Teleskop aus Messing. Mit ihm wurde der Herzschlag eines Menschen abgehört. Es ist bestimmt an die 200 Jahre alt. Und jetzt benutzen wir es, um diesen Safe aufzumachen. Oh, ich hoffe, wir müssen nicht hören. Ich traue dem Spiel das aber zu. Oh ja, soll Alex versuchen. Mit dem Stethoskop ist Alex in der Lage, das Einrasten des Zahlenschlosses zu hören. Um den Safe zu öffnen, muss das Zahlenrad zunächst so lange nach rechts gedreht werden, bis das Zahlenschloss einrastet. Da muss es nach links gedreht werden, bis es wieder einrastet und schließlich wird es erneut nach rechts gedreht. Rechts, links, rechts. Okay. Nehmen wir schon genug im... Oh, das, ich liebe es. Genug Saves aufgemacht. So, mein Problem ist jetzt wie immer folgendes. Wenn ich jetzt nach rechts drehe, geht es nach links. Das ist immer so. Das Ding ist, ich muss ja eigentlich nach links und dann nach rechts. Also ich muss nach links drücken, damit er nach rechts geht. Das sind jetzt die spannenden Parts. Ja, geil. Also... Ich höre da nichts in die Richtung. Da. Also muss ich doch nach links drehen. Aber so macht man doch. Da ist jetzt, komm, jetzt wollen wir uns mal nicht drüber aufregen. Sind es denn immer dieselben? Das war jetzt bei der 60 ungefähr. Okay, es sind immer dieselben. Das ist schon mal gut. Das war schon eins zu viel, ne? Das gepasst? Ich glaube nicht. Ah, ich kann auch mit dem Steuerkreuz. Mit dem großen Steuerkreuz. Dann machen wir damit die Feinarbeit. So, pass auf. Oh, er zählt aber ein bisschen nach. Sieht jetzt so einfach aus, ist aber nicht. Hallo? Hallo? Okay, also wir merken uns irgendwas zwischen 59 und 60. Und dann die irgendwas ab 80. Okay. Oh, er geht immer eins zu weit. Geht's dann trotzdem? Nee, ne? Nee. Ah, ich liebe es. Ich liebe es. Na komm, noch ein. Komm schon. So. Schon vergessen, wo es war. Muss ja hier irgendwo gewesen sein. Hä? 80. Ich glaube, er ist schon wieder ein zu weit gerutscht. Oh, ich ah, das ist aber auch. Das ist aber auch ganz. So. Nee, es war schon wieder zu weit. Das ist, weil Steuerkreuz funktioniert nicht so richtig. Und manchmal rutscht er einen weiter.
behaupte ich jetzt mal. Ihr könnt es natürlich nicht nachprüfen. Aber es fühlt sich gerade nicht gut an. Na komm. Komm schon. Okay. Ist er ein zu weit gegangen? Ich hoffe nicht. So, A81. Und dann irgendwo hier. Zwischen 40 und 50. Okay. Sieht nach Spaß aus. Ja, es ist nach den Tümpeln, hätte ich fast gesagt. Nach der Kellerstadt. Ist es auf jeden Fall eine grandiose Entschleunigung. 60, 70, 80. So. Und dann war es bei der irgendwo zwischen 40 und 50, nicht wahr? Komm schon, das ist der letzte. Ey, Eternal Darkness, ne? Ey, ich drücke und es passiert nichts. Hallo? Gott sei Dank. Oh! Alter, okay, das hat sich gelohnt. Die Tür des Safe schwingt auf und enthüllt sein Innenleben. In den Fächern liegen wertvolle Gegenstände, die Edward dort deponiert hat. Soll Alex die Gegenstände an sich nehmen, dass man das auswählen kann? Die Essenz von Uliath. Uliath. Habe ich weggedrückt. Ein Brief von Edward. Und nochmal eine Seite. Kapitelseite mit dem Titel Asche zu Asche gefunden. Das ist einiges jetzt. Boy, hart. A storm approaches, Augustus. A storm of metal and fire. Okay. And a torrent of souls along with it. Young and vibrant. Yes. I have seen it coming. A worthy sacrifice, I am sure. And one that will allow the greater guardian that resides below to finish its channeling. Toll. With this sacrifice of souls I make unto thee, great one, the gate shall be ready to be opened, and your freedom shall be at hand. Also läuft alles drauf hinaus, dass Alex einfach Opfergabe ist, ja? Ist das der Sinn der Sache? So, was waren hier prüfen? Kurbel. Eine große Kurbel aus Messing. Sie muss Teil einer Antiquität sein. Das ist da in dem Zimmerchen. Da können wir das benutzen. Die Essenz von Uliath. Seine Haube schwebt von Ebene zu Ebene. Von einer Realität in die nächste. Niemals Wirklichkeit und niemals Fiktion. Das mache ich mir als Visitenkarte. Dear Alexandra, oh, gelesen. If you were reading this, Alex, then I am surely dead. Knowing that the police will contact my only living relative, I made sure to leave this message for you. As I write this letter, Pius Augustus is waiting for his chance to strike me down for what I have done to the Guardian City. I believe I have slowed Augustus's plans, but not stopped them completely. He will still try to bring his ancient into this world. You must continue what our ancestor Max has started. You must gather the artifacts and call forth an ancient to combat what Augustus brings into this world. Of the artifacts, there are four. But one of these is in the clutches of Pius himself. They are the Black Heart of Mantarok, the Claw of Chaturga, the Sigil of Zelototh, the Veil of Uliath. Also, das Siegel haben wir noch nicht. Your skill in the arcane science will not be as strong as Pius's, who has had 2 millennia to prepare his gate. Mm. You will need all the remaining artifacts to match his power. It all rests with you, my dear. I wish you well in this desperate act. I wish I had more guidance for you, but I am at my wit's end. I feel I'm running out of time. Your loving grandfather, Edward. Das ist ja alles wirklich schön und auch ein bisschen traurig. Also mir läuft fast eine Träne runter. Aber ich hätte schon irgendwie gut gefunden, wenn wir das also vielleicht am Anfang hätten finden können und nicht
19 Stunden, 38 Minuten und 41 Sekunden im Spiel. Hätte ich jetzt irgendwie besser gefunden. Aber ich meine, man kann es ja auch so erzählen. Man behauptet einfach. Naja, immerhin hat Kurti eine gute Zeit. Das ist ja die Hauptsache. Kurti geht's gut. Hauptsache Kurti geht's gut. So, lese ich jetzt erstmal den Dings da? Oder gehe ich erstmal zum Kurbeln? Ich lese erstmal den Dings. Komm, wir machen mal ein Kapitelchen, machen wir noch hier. Es ist auch Freitagabend. Was soll passieren? Wherever disaster and death lurk, there is likely to be an ancient just beyond our senses. Kommen die Ancients. Waiting. They prey on our misfortune and exploit it toward their own twisted ends. When hundreds of oil fields are set ablaze on the heels of war, but the ancient's grip tightens, knowing that lives will be forfeit and resources squandered. But a few people make a difference. People like Michael Edwards, a Canadian industrial firefighter hired to put an end to the insanity at the end of the war. Ironically for him, the insanity was just beginning. Und jetzt finde ich es wieder mega cool. Diese Zeitsprünge. Und weil du ja alles machen kannst, du kannst ja in jede Situation gehen, die Figuren wechseln, wie du Bock hast, und hast das immer noch in einer coolen Übergeschichte, theoretisch. Die Emergency-Grafik. More powerful. I don't know how else to describe it. This is the safest way to blow out these things. You've done this enough to know that. It's by the numbers. It's all good. Just relax. The silicone cloth and the water spray are there, so you're probably right. We've got 500 pounds of 80% nitroglycerin-grade dynamite all in place. We're good to go. Edwards, you can pull your team back now. Get your team to a safe distance and we'll try to kill the fire. Sure thing. Coming back now. We're getting a pressure increase at the well cap. It's gonna tear itself apart. Hurry! Get your team out of... Es sieht so weird zusammengewürfelt aus irgendwie. Hätte jetzt auch irgendwie so Call of Duty irgendwie sein können. Ach, jetzt sind wir auch schon drin. Schade. Ich dachte, man kann draußen ein bisschen rumlaufen. Na, in welchem Tempel sind wir denn jetzt wohl? Da bin ich ja mal gespannt. Aber auch das finde ich an sich ein cooler Einstieg. Eine schöne Idee. Also je nachdem, was jetzt ist. Wenn wir jetzt hier mit so einem Feuerwehrschlauch rumlaufen müssen, dann nicht. Aber wahrscheinlich schnitzen wir gerade mit einem Feuermann, mit einer Axt wäre geil. Eine Feuerwehr-Axt, mit der man Brände bedrohen kann zumindest. Ach, das ist schon wieder eine coole Idee. Das ist schon wieder eine sehr coole Idee. They're all dead. McCormick, Patterson. Ja. All gone. Tragisch. Looks like they've been buried alive under tons of concrete. Kommen wir doch zu den interessanteren Dingen. Den haben wir gespielt. Ich erinnere mich. Guard it well. Many have perished for it. Take it. Take it to the ruins of Engar. At the ruins, a gathering of light. Das ist doch Exorzist. You want me to take this to some ruins under a house in Rhode Island? Take it. Save us. Oh. Mach doch mal. Hab dich nicht so. Mike spürt instinktiv die Gefahr und schützt seine Hände mit Hilfe seiner Jacke vor der heimtückischen Magie. Vorsichtig hebt er das Artefakt vom Boden auf. Es ist alles aber auch ein bisschen weird. Also, kann man auch mal so festhalten. Mike hat ein rubinisches Bildnis gefunden? Auch ein saphirisches Bildnis. Wäre wirklich eine Axt. Geil. Also ich meine, diese Kernkiste finde ich geil. Also, dass man so durch die Zeit und so, das mag ich. Eine strapazierfähige Taschenlampe, ausgerüstet mit langlebigen Batterien. Alles klar. Eine vielseitige Axt.
aus einer Molybdän-Legierung, welche die Axt besonders widerstandsfähig und feuerfest macht. Ey, da hat einer einen Wikipedia-Artikel gelesen, das muss mit ins Spiel. Ich habe das jetzt nicht umsonst gelesen, ich habe doch hier schon was gehört. Da ist er. Entschuldigen Sie. Ich hätte gedacht, jetzt wäre Schicht im Schacht, jetzt kommt noch ein neuer Charakter. Ja, vor allen Dingen Feuerwehrmann, der im Nahen Osten so Brände löscht. Da hast du nicht mit gerechnet. Ich aber auch nicht. Ey, was braucht er denn? Willst du mich verarschen? Das ist eine Axt. Mit hier so einer Spezial-Dings da. Na also. Ja, das überrascht. Also ich kann mich hier ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Es kann durchaus sein. Ich habe noch so ein paar leichte Flashbacks aus dem... aus der Stadt gehabt. Und es kann durchaus sein, dass ich damals dann einfach da aufgehört habe zu spielen. Kann ich mir irgendwie gerade vorstellen. Bist du bescheuert? Schlägt er zurück. Also die Axt ist gerade nicht beeindruckend, sag ich, wie ist. Die macht sich gerade nicht so gut. Geschichten aus mehreren Epochen mag ich gern. Das hat mich damit auch an Assassin's Creed gereizt. Ja, genau. So, dass man nie so richtig wissen konnte, was kommt als nächstes. Und das finde ich, das ist wirklich ein cooles Konzept und das funktioniert auch echt gut. Ja, da fällt ihm nichts mehr zu ein oder kann man irgendwas sagen? Nee. Warte mal, ich nehme mal hier die Taschenlampe. Ist jetzt, oh, guck mal hier, so richtig mit... Guck mal hier, nimm das, nimm die Taschenlampe. Man kann die Axt und die Taschenlampe auswählen. Das ergibt Sinn. Aua. Ey, warte mal, bis ich meine Axt verzaubern kann. Ey, dann gnade dir Gott, ey, dann baller ich dich so weg. Da weißt du gar nicht mehr, was los ist. Irritiert ja auch gar nicht jetzt mit dem Schlagen, dass das Licht die ganze Zeit nach oben und unten flackert. Aber ansonsten... Mein Feuerlöscher wäre jetzt natürlich auch noch eine geile Waffe gewesen. Aber Taschenlampe und Axt nehme ich auch. Dadurch, dass wir jetzt hier die blaue und die rote gefunden haben, gehe ich mal davon aus, dass wir auch noch eine grüne finden können. Ach komm, jetzt wird's aber albern. Hau ihn, hau ihn. Ja, gib ihm. Ach, ihr seid doch unfähig. Nee, doch nicht. Okay, ich nehm's zurück. Wahrscheinlich muss man die auch gar nicht umbringen. Mit einem Feuerlöscher lassen sich bestimmt gut legen. Oh, das stimmt, es müsste eigentlich... Naja, nee, doch, hast ja recht. Eigentlich hast du recht. Ich habe gerade überlegt, ob das richtig ist. Aber es war völlig richtig. Feuerlöscher löschen auch Leben aus. Das ist ein Paradoxon. Alles, was nicht Feuer ist, wird nicht gelöscht. Also kann auch gelöscht werden. Nee, stimmt. Also es können auch... Boah, ist so kompliziert. Warte mal. Auch wenn du kein Feuer bist, kann ein Feuerlöscher dich löschen. Das war das. So, ich hätte jetzt aber gerne demnächst... Ist da ein Maschinengewehr? Ein ausgetrockneter Körper mit einer wüstentauglichen Uniform liegt ausgebreitet auf dem Boden des Tempels. Neben ihm liegt ein Gewehr, eine Pistole und eine Anzahl Munition. Scheinbar ist der Soldat zum Kämpfen hergekommen. Soll Mike die Waffen an sich nehmen? I guess... It's a Feuerwehrmann. Okay. Okay. Ich habe so das Gefühl, die Sachen, okay, das muss ein bisschen schneller gehen jetzt hier. Deswegen nehmen all den Kram. So, wir lernen wieder, was ist das? Achso, lustige. Wir lernen wieder ein bisschen was über Munition und dass wir nicht mehr so viel Leben haben, ist auch nicht so geil. Die Glock 17, eine halbautomatische Pistole, berühmt für ihre Ausdauer in schweren Feuergeschichten. Die Glock kann sogar unter Wasser verwendet werden. Da ergibt das ja auch wieder Sinn mit dem Feuerwehrmann. Weil der Feuerwehrmann ist ja quasi menschlich gewordenes Wasser, so gesehen. Weil sehr effektiv gegen Feuer. Sie feuert mit 9mm Pistolenmunition. So, was haben wir hier? Ich würde den Modus umstellen. Oh Gott, das Objective Individual Combat Weapon. Ist es dann das? OICW ist ein Heckler und Koch G36-Gewehr, auf dem ein 20mm Granatwerfer angebracht ist. Ist natürlich so. Es wurde für Spezialkommandos entwickelt. Das Gewehr hat einen 30er Roundclip und ist ausgerüstet für 56mm NATO-Munition. Ein Granatwerfer. Ist ein Feuerwehrmann effektiv gegen einen Forschmann? Ich glaube, die sind beide in derselben Klasse.
Unter den Menschen ist der Feuerwehrmann ein Shigi. Ist tatsächlich so. Der Feuerwehrmann feuert nun aus allen Rohren. Sehr gut. Was gibt es noch für Spiele über mehrere Epochen? Age of Empires. Age of Empires fällt mir da ein, ja. 480 Schuss plus 30. Kann ich da trotzdem noch die... Oh. Man kennt es. Feuerwehrmänner, die mit Maschinenpistolen, wo Granatwerfer drauf sind. Na, über... Also, was gibt's da? Also, so richtig epochenübergreifend. Fällt mir gerade wenig ein, würde ich sagen. Also, wenn wir jetzt so im Action-Adventure-Bereich sind. Holy shit. Wie kann ich denn eigentlich Granaten... Warte mal. Wie kann ich denn überhaupt Granaten... Muss ich die jetzt... Das wüsste ich jetzt schon ganz gerne, wie ich hier Granaten... Ist das der Modus? Ja, tatsächlich, es ist der Modus. Jetzt sind... Ah, guck mal. Jetzt sind Granaten ausgewählt. Weil die dumme Sau, die jetzt da gerade auf mich zukommt, die ist nur verletzbar, wenn sie aufgeht. Deswegen ist das eigentlich Quatsch, da jetzt eine Granate drauf zu ballern. Ich habe auch nicht gespeichert, ne? Okay. Jetzt mach! Oh, shit. Komm schon. Trau dich. War nicht so schlau. Komm, wir gehen erstmal vorbei. Ist hier noch einer? Ist natürlich jetzt richtig dumm, weil jetzt sehe ich ihn auch nicht mehr. Wir machen was. Wir machen es genauso, wie wir resetten mal eben. Warten Sie mal. Das Design finde ich übrigens ganz cool. Irgendwie hat es was. So, jetzt probieren wir es nochmal. Sobald er aufmacht, gibt's. Hat gut funktioniert. Ja. Trau dich. Alle. Durch die Tür gegangen, pass auf. So. Da hat er nicht mit gerechnet, dass wir einfach gehen. 30 Schuss. Das Design gefällt mir. Ja, sein, oder? Der Sensenmann mit Flügeln und Splittercell Nachtaugen. Ja. Kriegt er noch einen? Kriegen wir noch einen rein? Okay. Ah, sagt er. Ah. Ich sehe nur leider nicht, wann er jetzt hier aufhat. Und wenn er. Sehe ich überhaupt den Kopf ausgewählt? Macht Spaß, der Bosskampf. Ich weiß halt nicht, ob ich, wenn es jetzt richtig blöd läuft, nicht eine Granate reindrücke, ob er dann Schaden nimmt. So, aber pass auf, fürs Finale. Bams. Na, da kann ja heiter werden. Wie viel Schuss haben wir noch? 4, 5, ja, das passt schon. Okay. Ich hätte jetzt aber gerne mein Büchlein zurück. Weil das Ding, ich glaube, wir können auch diese grüne Statue nur finden, wenn wir den entsprechenden Modus drin haben, Spruch drin haben. So, hier können wir nichts weitermachen. Ja, dann geht's runter. Also. Aber ja, gut, Ausdauer, das gefällt mir. Persönlich, menschlich gesehen. Nur gerade mal. Okay. Reg dich doch nicht so auf. Oh, das mit dem Sanity-Ding, das wird interessant werden. Läuft da jetzt wieder Mayonnaise runter? Ach Gott, da kommt der nächste. Ey, ich krieg schon wieder Stress hier. Was muss das denn immer so aufreibend sein? 3. Okay, die vertragen damit. Die dann geht ein bisschen schneller. Gott sei Dank haben wir diesen toten Soldaten gefunden, der mit dem Granatwerfer und so. Mal auf die Karte gucken. Und speichern wäre auch gut. Kann ich hier hoch? Da kann ich hoch. Warte mal, ich erinnere mich hier dran. Das ist ja auch eine Gegend, die wir... Also ich glaube, in dem Tempel sind wir jetzt zum...
dritten, eins, zwei, drei, könnte das vierte Mal sein, dass wir in diesem Tempel sind. Ja, wusste ich nämlich, dass du nur so viel verträgst. Das ist halt, also deswegen mag ich das mit diesen Epochen, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Ich finde ich irgendwie ganz, ganz sexy, weil das so, komm, guck mich ein bisschen Blut runter. Weil man so immer diesen Wiedererkennungswert hat. Scheiße, das kann ja ewig dauern. Ich habe übrigens auch, dann haben wir übrigens, fällt mir gerade ein, wer sich daran erinnert, wer von Anfang an dabei war, wird sich erinnern, eine Chance, bei dieser Hundeklappe doch nochmal reinzugucken. Nochmal nachladen. Weil vielleicht ist da ja diese grüne Kiste drin. Ach, guck mal, das ist ja geil. Dies scheint ein maßgestabstreues Modell in der Umgebung zu sein. Es ist aus Ton gebrannt und wirkt zerbrechlich. Einige der Gebäude sind mit einer reflektierenden Glasur überzogen. Man kennt sie, die reflektierende Glasur. Da kann ich noch weiter nichts machen. Ah, mal hier Indiana Jones. Oh ja. Ja. Das wird Indiana Jones. Vor dem Modell befindet sich eine Vertiefung im Boden. Vielleicht kann er das eingesetzt. Ja, das ist eine steile These. Merke ich mir mal. Könnte wichtig werden. So, haben wir das jetzt von hinten aufgerollt. Dann haben wir hier noch eine Leiter. Die. Naja. Lassen Sie sich nicht stören. Ich mache hier nochmal eben. Oh, ach Gott, wenn das immer so einfach wäre. Dass sie unterschiedliche Größe haben, finde ich irgendwie auch interessant. Macht auch Spaß. Weil das könnte ich den ganzen Tag machen. Also mit einem Schlag, den die hier auseinandernehmt, das ist genau das, wofür ich dieses Spiel, beziehungsweise auch das Kampfsystem so mag. Dass du einfach durch die Gegend läufst. Die erlöst. So, zack, zack, zack. Guck. Was war ich hörend? Klang komisch. So, guck mal. Was haben wir denn hier? Ein eigenartiger Stab liegt auf dem Podium. Kann ich mir nicht vorstellen, was das für eine Nummer wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber das, vielleicht ist das auch Einbildung, dass das irgendwie ein bisschen gerushter ist jetzt. Also wenn das jetzt das Rätsel ist und das ist das war's, dann wirkt das so ein bisschen, naja. Nicht mehr ganz so viel Zeit gehabt, wa? Ja, natürlich. Komm, jetzt probieren wir mal Granatwerfer. Ich hätte speichern sollen. Ich stimme euch zu, wenn ich jetzt gleich drauf gehe. Ich meine, ja. Ah, guck mal, hier kann man ein ganzes Magazin drauf semmeln. Halt, wenn ich da jetzt rauskomme und er ist alleine. Kann ich jetzt hier speichern oder ist die Darkness coming? Nee, ich kann hier speichern. Guck mal. Machen wir mal einen neuen, nicht wahr? Falls ich jetzt sterbe. Weil das Ding ist, ich habe ja keine Alternative. Oh, ist jetzt auch sehr langsam. Oh, ich bin auch hier. Ja, oh, da sind auch zwei und ich habe gerade gar gespeichert, ne? Möchtest du wissen, wie lange das Spiel noch ungefähr geht? Das Leben von Michael verging in den Fängen von der Eternal Darkness, da niemand und ihre diabolischen Pläne vereinen wird, ist die Menschheit untergegangen. Weil da mein Problem ist jetzt eher folgendes. Ich habe ja gerade da gespeichert, ne? Aber ich habe nicht überspeichert. Das ist schon mal gut. Ach so, um die Frage zu beantworten. Ja. Also ich glaube, es ist die letzte Figur. Namen zusammen, Zombietastisch. Du kommst genau richtig. Wir fangen gerade an mit Eternal Darkness. Die letzten 1,5 Stunden
Oh no, ich habe vergessen zu speichern. Holy shit, okay, das wird eine Herausforderung. Das sind zwei von denen. Oh boy. Also, möchtest du wissen, wie lange das Spiel noch geht, inklusive der Zeit, die ich nochmal spielen müsste, um wieder zu diesem Punkt zu kommen? Ich weiß nämlich nicht, weil ich davor gespeichert habe, aber so lange kann es eigentlich nicht her sein, ne? Weil das ist jetzt schwierig, weil ich kann, habe ich nichts zum Heilen. Hat er nicht mal irgendwie irgendwas? Er hat nichts, ne? Mit der Axt heilen ist schwierig. Ich kann das auch nicht benutzen, dass es mir irgendwie, ne. Holy shit, das wird interessant. This is kind of... Meine Hoffnung ist jetzt, dass er da oben sich im besten Fall resettet hat. Also, dass er nicht mehr an dieser Position steht. Mit einer Axt kann man nur eine der Zombie in die Infektion heilen. Ist richtig. Ist richtig. Guter Hinweis. Er hat sich nicht resettet. Warte mal. Wir nehmen das mal hier unauffällig mit. So. Dann machen wir einen ganz unauffälligen Latsch hier durch. Was haben wir hier? Da ist nix. Und dann klettern wir mal einfach mal ganz schnell hier runter. Oh, ist das dumm, weil ich gerade einfach... Oh, da wird das so richtig... Also mir gefällt das richtig gut, nicht wahr? Also da ist richtig gutes... Richtig gutes... Jetzt... Er trifft, aber auch nur so rudimentär. Nicht... Oh, ja gut, ich meine, er ist halt ein Feuerwehrmann. Was willst du erwarten, ne? Wenn es ein Feuerwehr, das da auf ihn zukommen würde... Oh, ich bin fast tot, ey. Rambo-Mats. Ja, weg damit mit der Munition. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn nochmal brauchen. Holy shit. Wenn es jetzt nicht gleich das Turm gibt, dann wo bin ich denn jetzt schon wieder? Hier ist doch gleich noch eine Falle oder sowas. Es reicht jetzt ein Windhauch und der stirbt einfach. Oh, Michael. Hä? Ach, das hatten wir ja auch schon mal, dass er sich einfach selber erschossen hat. So, hier ist doch jetzt das, da kommen wir jetzt hoch und da ist das Eternal. Oh, shit. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Haben wir den nicht nachgeladen. Warte mal, und den Modus sollten wir gerade mal wieder ändern. Auf Granaten, weil das so gut funktioniert hat. Leute, lasst mich doch einfach mal nicht da. Oh nein, oh nein, da ist noch so ein Otto. Oh no. Aber er kann weiter nichts, ne? Ach, er macht die kaputt. Okay, alles gut. Ey, wir gehen einfach. Ist alles gar kein Problem. Nee, nee, mach du mal, macht ihr mal, ich gehe. Holy shit. Ach, das ist die grüne Statue, ja geil. Ach Mann, ey. Ja, nun! Was haben wir denn für Alternativen gerade? Gut, die mal einen Strickler geben, haben wir die Option. Hi, Exo, hi. Es läuft richtig gut mit Eternal Darkness und so. Jetzt mal sehen sollen, wie schnell wir da durch sind. Na gut, also das heißt, man muss ja das Turm irgendwo hier kriegen. Jetzt kann natürlich sein, wir können theoretisch zurück, weil was wir machen können. Wir können das Amulett mit dem Ding verbinden, dann können wir theoretisch, könnte man es zurückschaffen, das da benutzen und wahrscheinlich ist da das Tome und dann wäre wieder alles gut. Das ist jetzt die Theorie. Darf sie nicht treffen lassen? Dann würde das alles irgendwie klappen. Oder wir gucken alle einfach zusammen Escape the Undertaker bei Netflix und entkommen dem Undertaker.
So. Ich speichere mal. Ja, nee, lass ich. So, wenn ich da reinlaufe, bin ich tot. Darf mir jetzt auch nicht zu lange mit dem Sanity-Quatsch aufhalten, weil wenn das... Also wenn der jetzt... Obwohl, wenn der die jetzt fertig macht, ist okay. Ja, doch, das ist okay. Oh, shit! Okay, okay! In Silent Hill Fanfilm gibt's auch schon. Gibt's auch noch. Ja, ja, das stimmt. Jedes Mal, wenn du kurz so diese Leiter hochklettert, denke ich automatisch an Snake Eater. Okay, Michael. Okay, alles klar. Aber wir haben, also es gibt eine theoretische Möglichkeit, hier rauszukommen. Hat mir jetzt eigentlich Big Boss geschrieben, allzu lang geht's nicht mehr. Ach ja, okay, cool. Ja, das hast du geschrieben, bevor du hier die Situation dargelegt bekommen hast mit mir, nicht wahr? Aber strategisch war das auch einfach Quatsch. Das gebe ich auch gerne zu, ne? Okay, also wir müssen hoch und wir müssen rüber. Unten waren viele Zombies. Und dann müssen wir irgendwie, Also das Kapitel 11 von 12, der Rest hängt, ja, das dann haben wir, dann, wenn der Rest von mir abhängt, da viel Spaß, ne? Aber ich muss es mir ja nicht angucken. So, also wir nehmen uns das. Also ich sagte, wir nehmen uns das. So, und dann können wir doch das hier mixen. Jetzt haben wir den Stab. Und wenn es da jetzt nicht gleich das Eternal Darkness Tome gibt, dann wird das komplex. Ich nenne es mal komplex wird es dann. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Also es wäre jetzt ja wirklich Quatsch, da nicht das Tome hinzusetzen. Es ist Kapitel 11 von 12, der Rest vom Spiel. Der Rest hängt vom Spiel und die ab. Ja, das ist ein Satz, der tut mir irgendwie weh. Aber es ist die Wahrheit. So, jetzt. Wahrscheinlich spawnen jetzt hier gleich einfach 15 Gegner. Wenn ich hier jetzt. Also hier, das jetzt hier einsetze. Ach nee, ich kann es bewegen. Ach, guck mal. Ah ja, natürlich. Wir verbinden es noch mit einem Rätsel, wo man. Ich weiß noch nicht so ganz, was hier gerade passiert, aber wir verbrennen einfach mal die Dinger. Ist bestimmt richtig. So, und hier dasselbe, oder was? Ach nee, guck mal, hier Rätsel gelöst. Zack. Und jetzt kommt das Eternal Darkness rausgeflogen. Pass auf. Ja, da fällt's, da ist es doch das Loch. Das Eternal Darkness Loch. Und jetzt macht das hier Schaden? Nee, macht's nicht. Aber es ist cool, dass der Strahl verschwindet. Hoppla, da habe ich vor Euphorie ans Ding gekommen. So, jetzt bitte gib mir den Schreiter. Hä? Falsches Loch. Falsches Eternal Darkness Loch. Alles gut. Das ist, weil die Kamera immer so anders und so. Hä, wo ist das denn aufgegangen? Ist das doof? Ach, hier ist das Loch. Ich hab das, ja. Gott sei Dank. Uff, okay. Immerhin, das hat geklappt. So, da sind sie alle. Ja, stimmt. Jetzt sind auch alle Sockel belegt. Mad Dog, Valerie, reite mit einer Gruppe von 4 Personen. Das freut mich. Herzlich. Hallo und willkommen. Ihr kommt gerade rechtzeitig zum Abgreifen des Eternal Darkness Buchs. Mit ungefähr 2 HP. So. Okay. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch uns wieder heilen. Und dann können wir aufräumen. Sollte eigentlich der Fall sein. Das ist schön. Hallöchen. Ich weiß nicht, von wem ihr kommt. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Aber ich freue mich natürlich sehr. Falls ihr euch hier wundert, was ist das? Das ist ein altes Spiel. Von einem alten Menschen. Souverän, wollte ich gerade sagen. Aber das war gelogen. Performt. Aber es ist schon Kapitel 11 von 12 und der Rest hängt nur noch von mir und dem Spiel ab. Aber ich habe abgewendet, dass ich mich hier gesoftlockt habe und man muss das Kapitel nicht nochmal spielen. Das ist immerhin ganz schön. Ich speichere aber ab, um noch eine Herausforderung zu haben. So, also 20 Stunden, ey, das ist auf 12 Stunden war es bei How Long to Beat, ne? Siehst du mal.
Mad Dog, natürlich. Ach, jetzt, ja, natürlich. Hallöchen, stimmt jetzt, Mad Dog. Ja, jetzt, weil ich hier so aufgebracht bin gerade. Es ist sehr, 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 sehr anstrengend. Deswegen, Hallöchen. Ach, jetzt. Cool, dann brauche ich ja gar nicht Angstschweiß produzieren. Oh boy. Weil hier ist ein bisschen was los. Und jetzt ist das auch nicht so anstrengend. Das ist ganz gut. Die Frage ist, muss ich die umbringen? Nee. War hier noch was? Nee, alles gut. Okay. Oh Gott, ja, ja, richtig. Oh Gott. Also, wir spielen hier übrigens einen Feuerwehrmann. Oh Gott, wir sind hier so viele. Die waren auch eben nicht da, oder? Waren? Oh Gott! Das ist irgendwie schon eine coole Nummer. Also hier als Feuerwehrmann in der... Also... Und so. Oh. Alter. Stürmen indeed. Ey, das ist echt Stürmen. Ich krieg hier die Krise. Was ist denn das? Holy shit, ey. Der steht auch wieder auf. Naja, ist egal. Komm, den... Okay, also ich möchte sagen, es war natürlich nicht schlimm. Also man muss echt... Das mag ich aber so an dieser Art von Spiel und auch aus der Zeit. Einfach, also du hast noch nicht mal automatische Speicherpunkte, was man machen kann, völlig in Ordnung. Aber dass du natürlich dich dann auch verspeichern kannst, ist ungünstig. Und dass du dann halt da sitzen kannst. Und ich meine, ich hatte jetzt ja noch Glück, das hätte jetzt auch deutlich schlechter laufen können. Nicht wahr? Ihr stimmt mir da noch zu. So, wo ist ein Auto? Da. Warte mal. Ist das gut, was der da macht? Ach, naja, nee, komm, das war schon gut. Was macht er denn jetzt? Er beschwört noch mehr Zombies, ja geil. Ja, sollen die doch machen. Sollen die doch machen? Wenn er jetzt gleich den Laden aufmacht, kann ich doch rein, oder? Ich geh mal kurz zur Seite. Das mit dem Auswählen ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Ja, das ist schlecht. Was macht er jetzt? Noch einen. Okay, alles klar, das kann er machen. Das kann er machen, wie er lustig ist. Weil, ohne Kopf, nicht mehr ganz so wild. Die vertragen halt alle echt viel, ne? Aber warte mal, Dings da. Magazin. Er soll einfach das gesamte Magazin draufhalten. So sieht das dann nämlich aus. So. Ey, bin ich froh, dass ich hier nicht den ganzen... Also, ich meine, ich glaube, so viel war es nicht, aber ich freue mich da gerade tatsächlich mehr drüber, als ich gedacht hätte. Das ist nicht so wild. Wir können uns jetzt ja heilen. Ist alles nicht mehr ganz so wild. Alles nicht mehr so schlimm. Aber, also... Ich finde, der Anfang des Spiels ist ein bisschen stärker. Was passiert denn gerade? Warum leuchte ich eigentlich rot? Als das, was jetzt so kommt. Ich würde ja eigentlich auch mal gerne eine Granate reinzwiebeln, wa? Weil sonst benutzen wir die Granaten... Ach komm, da kommt bestimmt noch irgendein Bossgegner, oder? Hey, ich bin jetzt hier so ein bisschen... Also gefrustet ist zu viel gesagt, aber ich werde so unvorsichtig, weil ich mich so freue, ich habe so das Gefühl, als hätte ich irgendwas geschafft. Aber ich habe hier nur den Fehler, den ich selber gemacht habe, wieder ausgebügelt. Was ist denn mit ihm? Kommt er jetzt mal bitte? Da seinen eigenen Dings da hat er jetzt, ne? Gestunt. So, jetzt nutze ich aber die Zeit, weil ich nämlich schlau bin und lade nochmal nach. Wenn der erledigt ist, zieht er, glaube ich, seine Gegner gleich mit. Deswegen, Na also. Guck. So, zieht er sie mit? Guck mal, wie er sie alle mitgezogen hat. Guck mal, wie sie verschwinden auch. Das ist gut. Weil dann brauche ich die jetzt ja gar nicht einzeln umbringen. Ich kann jetzt nicht die mit. Das schaffe ich emotional nicht. Die mit der Dings da Platz zu machen. Ja, vielleicht doch, ne? Das Spiel wirkt, als würde es nicht aufhören wollen. Ja, ist richtig. Aber ich glaube, wenn man das hier... Ach komm, die Nerven. Ich krieg's emotional nicht hin, die mit der Axtpanze. Ich krieg einfach emotional einfach nichts mehr hin. Ich glaube, wenn man... Also, ja gut, wo habe ich mich jetzt richtig...
dumm anstellen ist ja auch so eine Phrase. Würde ich ja tatsächlich gar nicht von mir jetzt behaupten, dass ich mich so richtig dumm angestellt habe. Beim Boss habe ich halt echt ein bisschen auf dem Schlauch gestanden, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass der so designt war. Und hat es einfach sehr lange gedauert. Aber es war jetzt, glaube ich, auch nicht so, dass das krass viel Zeit gekostet hat. Wie gesagt, das ist ja die N64-Version. Die war ja, also laut dem, was ich gelesen habe, war das so ein riesen Mammutprojekt, wo sie irgendwie 60 bis 70 Stunden Zeit und irgendwie sowas reinballern wollten. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Version ist hier natürlich deutlich abgespeckt, aber dass sie auch da irgendjemanden mit Zeit beeindrucken wollten. Deswegen, ja. Jetzt den Flammenwerfer. Aber nein, wir haben den Flammenbekämpfer bekommen. Es gibt einige Brandstifter und Erfolge, um extra Feuer. Also, so gute. Also, das finde ich ist eine sehr, sehr gute Konversation. Aber stimmt, das ist wirklich so, ja. Gibt es nicht eine Taktik, um Gegenfeuer zu legen, einen Weltbrand zu schaffen? Ja, wir sollten alles anzünden. Das ist das, was ich jetzt aus eurer Diskussion gerade rausnehme. Und ich bin gewillt, euch zuzustimmen. Einfach auch aus dem Grund. Warte mal, jetzt haben wir gerade gleich die andere Statue, ne? Die können wir uns gleich holen. Ne, können wir uns nicht holen, jetzt nicht mehr, weil ich gerade den Dings benutzt habe. Den Zauber. Ja, Rammstein 1 sagte, feuerfrei, das war noch wilde Zeiten, war. Es gibt hier immer, wenn die den in Berlin in der. Ne, jetzt spielen sie ja nur die Arena, hätte ich fast gesagt, im Olympiastadion. Und dann bauen die ja, das wird aber wahrscheinlich in allen anderen Gegenden, wo die spielen, auch der Fall sein, außer in Hallen, so riesige Türme auf, wo die dann immer bei Feuerfall beispielsweise also Feuer rausholen. Und das spürst du außerhalb der Arena, die Hitze. Das ist ein großer Spaß. Für jeden Feuerwehrmann auch. So, jetzt ist, apropos, also warum laufe ich jetzt hier gerade so ein bisschen doof im Kreis? Ich will meine Energie gerade aufladen. Damit wir gleich die grüne Statue uns holen können. Ich weiß aber immer noch nicht, was ich damit mache. Wir werden es erleben. Ich hoffe, das reicht jetzt. Stimmt. So, oh Gott. Okay, jetzt haben wir hier, das Ding ist, oh Gott, wie komme ich überhaupt weiter? Ach nee, erstmal die grüne Statue holen. Wir kommen weiter, hinter der Statue geht's weiter. So. Das ist rot und das sind 5 und rot, grün, blau. Das heißt, ich spreche jetzt den grünen Aufheber. Rot, grün, blau. Den blauen Aufheber hier. Ich freue mich jedes Mal, wenn das klappt. Ein Bildnis aus Smaragd steht auf einer Ablage. So, jetzt haben wir das grüne Bildnis. Das war ein Erlebnis. Das Setting hatten sie hier in Dresden auch und meine Kollegin, die gute 6 bis 10 Kilometer weit weg und meinte, es klang wie im Krieg, als Rammstein hier gespielt hat. Ich dachte, die hat auch noch das gespürt. Was denn jetzt? Hä? Hä? Warte mal. So nämlich. Okay, war weniger wild, als ich dachte. Hier ist eine Leiter. Guck mal auf die Karte, war. Kann auch nicht schaden. Ja, bringt nur nichts. Ich weiß nicht, wo es war. Hier. Kann man hier im Kreis laufen? Ja, nee, warte mal. Okay, weil was ich mir gerade denke, ich sollte die erste Leiter erstmal mal gucken. Ich habe auch vorhin ja geäußert, dass ich das Gefühl hätte, dass das nicht so groß ist. Aber es ist doch auch wieder groß. Also auch wieder sehr lang. Ach übrigens, ne? Zwei Dinge, die wir jetzt alle lernen. Erstmal verzaubern wir, und das finde ich ist ein super Satz, wir verzaubern jetzt gleich unser Maschinengewehr. Das machen wir als allererstes. Da freue ich, also das finde ich ist ein schöner Gedanke. Rammstein Live ist ein Erlebnis, ja, das ist wahr. Der Himmel war in Flammen gehüllt und zum Teil gab es riesige Rauchschwaden. Ach, da habe ich wieder Lust auf. Ich habe die einmal live gesehen bei. War das Rock am Ring? Man muss sich vorstellen, da kommt übrigens ein Feuerwehrmann rein mit einer verzauberten Maschine.
Mit einem verzauberten Maschinengewehr. Und räumt einfach auf. Finde ich, ist ein... lustig. Ja, diese Sanity-Effekte. Also ich finde, ich habe auch noch nicht alle gesehen, offensichtlich, weil den kannte ich jetzt gar nicht. Finde ich aber schön. Finde ich wirklich schön. So, kriegen wir ihn noch? Jawohl. Bei, doch, Rock am Ring habe ich die gesehen. Und das war krass. Aber in erster Linie erinnere ich da den Geruch von den Menschenmassen. Die waren natürlich Headliner. Irgendwie nach, ich glaube, am dritten Tag oder sowas. Und wenn du da dann, weiß ich nicht, 20.000, 30.000 Leute rumhüpfen hast. Oder auch nur 15.000. Es reichen wahrscheinlich auch 10 Leute, die rumhüpfen. Und die über 3 Tage lang viel geschwitzt haben. Das war ein Geruch. Man ist immer beim Hüpfen, ist man immer hoch, um diesem Gestank zu entkommen. Da ist auch noch einer. Jetzt mach dich doch nicht so. Hallo? Ach nö. Also die sind ein bisschen anstrengend sind die jetzt, ehrlich gesagt. Nö. Ich überlege auch gerade, ob ich den einfach mal umgehe. Warum lädt er eigentlich nicht? Hat er jetzt geladen? Jetzt hat er geladen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich irgendwas über... Hä? Ach so. Gerade automatisch geschossen. Lebt er noch? Nee. Das ist ein sehr großes Gebiet. So, ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Was haben wir? Haben wir jetzt da irgendwas? Warte mal, es gab... Nun, warte doch mal. Es gab doch... Bin da ja weitergelaufen und dann ging es auch noch weiter. Und jetzt bin ich hier. Ich habe Rammstein einmal in Berlin in der Waldbühne gesehen. Das war gut, aber hier in Dresden war es deutlich besser, weil es ein großes Bühne hat. Ja, Waldbühne ist relativ klein da, ne, im Vergleich. Das stimmt schon. Bühnenbild von denen macht einfach sehr viel her. Gibt auch wenige Bands. Man muss, also das finde ich immer so schön, wenn man sich mal so vorstellt, Rammstein, die könnten den größten Schocker können sie machen, wenn sie wirklich mal in Jeans auf die Bühne gehen. Ich glaube, das hat Flake mal gesagt. So, wir wissen auch gar nicht mehr, wie sie die Leute schocken sollen. Weil das Einzige, was noch machbar wäre wirklich nur in Jeans auf die Bühne zu gehen. Das wäre der einzige Weg, wie man noch Leute schocken könnte. Aber ich gucke mir Rammstein auch nicht an, um geschockt zu werden, sondern eigentlich nur, um unterhalten zu werden. Das ist einfach ein großer Zirkus. Das ist wie Slipknot. Slipknot ist auch nur noch ein großer Zirkus. Sondern ist auch okay. Aber es hat mit ernsthaften... Ach, mit Ernsthaftigkeit im Sinne von... Das ist ernst gemeint. Das ist auch wieder falsch formuliert. Im Sinne von... Man muss das alles ernst nehmen, was da passiert. So, das ist wie die Musik 100% ernst nehmen. Es soll auch manchmal nur um Spaß gehen. Das ist jetzt keine Entschuldigung für irgendwas sein soll, aber ich finde es völlig legitim, sich da auch mal nur unterhalten zu lassen. So, Klatsch. Dass ihr alle wieder aufstehen müsst. Zack. Beide auf einen? Nee, nur auf einen. Gerade vor dieser Komma erschrocken. Das war souverän. Naja, auch nicht so richtig, aber es war okay. So, was haben wir hier? Ist das ein Rätsel? Untersuchen. Dreier aufheben vielleicht mit dem Dingsi? Ein seltsamer Obelisk aus dunklem granitartigem Material verspäht den Weg und scheint jedem Besucher der Beschädigung zu widerstehen. Jedem Versuch, nicht Besucher. Nur ist die Frage, ob wir die Axt verzaubern müssen oder ob wir ja aufheben machen. Oder erkennen. Erkennen würde auch gehen. Erkennen würde auch gehen. Und ist ja, welches Zeichen ist denn das? Hä? Okay, das ist keins unserer drei Dingsi-Symbole oder ist das nur umgedingst?
So ein L mit drei Strichen. So ein L mit drei Strichen. Nee, haben wir hier nicht. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn hier an? Ich habe gerade überlegt. Nee, ich will nicht. Danke. Ich möchte dies nicht. Ob das vielleicht einer von den... magische Summe wird es ja nicht sein. Ob man es quasi mit einem Zombie kaputt machen kann. Aber... Was ist denn das überhaupt? Ich werde mich jetzt hier gerade mit beschäftigen, aber den Spruch finden wir wahrscheinlich gleich. Das hier ist es, ne? Kreatur. Das, doch, dann kann das doch sein. Dass man ihn wegteleportieren muss, indem ich hier einen Trapper rufe zum Beispiel. Klingt jetzt gar nicht so doof, ne? Weil hier ist der mit dabei. Ich probiere mal. Ich probiere doch einfach mal. Vielleicht kann ich den anvisieren. Aber nichts zu verlieren. Aber das ist wahrscheinlich der falsche. Kann ich den anvisieren? Ja, ich kann ihn schon mal anvisieren. Geil, ey. Ah, das habe ich mal gut gemacht. Jetzt hier weiter. Ist das ein Bonus? Holy shit. Was? Das sieht nicht aus wie Bonus. Sieht aus, als müsste man hier weiter. Feini, fein, danke. Das brauche ich nach dieser Session. Auch nach der letzten. Das ist also wirklich, es zieht sich alles so ein bisschen zu hier. Ey, ich bin mir... Hier gibt es so viel Kram. Alter. Dieses Anvisieren ist mitunter auch ein bisschen anstrengend. Ich würde ja... Kann ich da jetzt eine Granate? Ist zu nah dran wahrscheinlich wieder, ne? Fühle ich Sushi auch geknullt von mir. Digital nehme ich. Hallo, ich würde gerne den da hinten anwählen, danke. Doch, guck mal, jetzt eine Granate. Jetzt fühle ich das. Shit. Holy shit, sah das nicht gut aus, aber hat funktioniert. Kann ich jetzt hier final? Okay, den haben wir. Der kann gerade nichts. Wir können aber auch nichts. Okay. Ja, das war okay. Das nehme ich auch. Nehme ich auch als souverän gelöst. Was ist hier los? Das Basrelief zeigt einen Hexenmeister, der einen Spruch ausspricht. Er strahlt Autorität aus, welche durch seinen dominant wirkenden Gesichtsausdruck noch verstärkt wird. Unter dem Bild befindet sich ein kleines Board. Ein kleines Board, das aus der Wand heraustritt und auf etwas zu warten scheint. Oh! Hier schmeiße ich doch was rein. Hier, nimm den Hund und streiche den moralischen Support. Warte mal. Das ist doch scheiße, was denn jetzt? Ist das falsch? Es ist falsch gewesen. Okay, warte mal, wir regroup. Es ist natürlich wieder das Dreierprinzip. Wir dürfen in den Blauen natürlich nicht den Blauen reinpacken. Das ist auch ganz schön blöd. Wäre ja Quatsch. Die Katze ist übrigens Serilek. Die Katze ist Serilek. Ich würde übrigens, weil es jetzt auch schon wieder auf die 10:30 zugeht, ne? Ich werde mal gucken, dass wir hier noch so. Also das würde ich schon auch gern hinter mich bringen hier. Einfach, dass ich das Gefühl habe, ich habe was geschafft und da, dass ich auch vernünftig schlafen kann. Aber ich glaube nicht, dass ich das hier heute durchkriege, weil wenn das Kapitel 11 von 12 ist, dann kommt ja noch ein Kapitel. Und ich habe so ein Gefühl, das war jetzt ein blauer, ne? Dass das irgendwie, warte mal, blau, rot, rot, grün, blau, dann muss ich es aber grün machen. Dann muss ich es grün, rot, grün, so. Nee, genau das meine ich. Dass ich mich sonst hier ein bisschen überanstrenge, das wollen wir ja auch nicht. Als nachgewiesen alter Mann. Ist er tot? Nee. Ey, aber auch das. Aber auch das. Hoppla.
Aber ich finde, also ich bin mal gespannt, was am Ende noch so kommt. Weil ich am Anfang, glaube ich, gesagt habe, ich würde mich sehr freuen, wenn das Spiel nochmal wiederkommt und so. Aber ich habe so langsam das Gefühl, ich weiß, warum das so in der Form nicht wiederkommt. So, Moment, jetzt haben wir also, Rot schlägt Grün, Grün schlägt Blau. So, das heißt hier, und ich hoffe, das stimmt, jetzt müsste ich eigentlich die Grüne reinpacken. Ich habe vorhin die Grüne reingepackt, da muss die Blaue rein. Nee, warte mal, was? Habe ich da die Grüne reingepackt? Rot, Grün, Blau? Ist doch die Blaue, oder nicht? Bin ich doof? Das ist doch die Rote. Rot, Grün. Dann müsste hier die Blaue rein? Geht natürlich nicht, weil jetzt der Oschi da ist. Aber Gott sei Dank ist meine Waffe ja noch grün. Autsch. So, wait. Oder müssen die passend zu den Leuten sein? Also auch mal Respekt, dass du bei dem Spiel so durchhältst. Ich stelle mir das stressig vor, das im Stream zu spielen, die ganzen Sprüche im Kopf zu behalten und Farbkunde zum richtig zusammen. Ja, und jetzt merkst du, was alles nicht funktioniert. Beispielsweise die ganzen Sprüche im Kopf zu behalten und Farbkombinationen richtig zusammen. Oh, das war ein Witz, ne? Du hast mich gerade richtig hart gekriegt. Okay. Ich merke gerade, wie. Das ist ein gut gesetzter Diss. Ach übrigens, ich kann den ja noch mit einer Axt hauen, ne? Ich vergesse immer, dass ich Dinge mit einer Axt hauen kann. So, Moment. Das ist ein Hexenmeister. Ich gucke mir nochmal ganz kurz an. Das ist doch auch ein Hexenmeister, oder nicht? Und muss Blau nicht zu Blau? Habe ich aus Versehen gerade die Grüne reingepackt? Habe ich nicht? Habe ich doch, oder? Okay, Moment, wir machen es jetzt mal ganz einfach. Wir machen jetzt mal bei der Grünen. Und das ist der Gelehrte. So, bei der Gelehrten mache ich jetzt den Grünen rein. Es funktioniert, es ist falsch. Es ist falsch. So wie ich es gemacht habe, ist es falsch. Es ist einfach falsch. Und jetzt kriegt der Grüne mit dem Grünen, ist natürlich auch nicht so schlau, aber Maschinengewehr ist Maschinengewehr. Aber bin ich gerade zu dumm? Muss ich die noch irgendwie verzaubern oder sowas? Ist das denkbar? Ja, mal gucken, ob ich die verzaubern kann. Er sieht gefährlich aus. Ja, der versucht nur. Der will nur spielen. Oder meinst du mich? Oder meinst du Koti? So, Moment, jetzt haben wir hier die Blaue. Kann ich denn überhaupt die Blaue mit Grün? Die Blaue, nee, doch, die Blaue mit Grün. Dieses Item kann nicht verzaubert werden. Aber dann muss doch hier... Kuti kriegt Massage. Also Blau schlägt auf jeden Fall Rot. Das wissen wir. Rot, Grün, Blau. Das heißt hier... Aber ich habe gerade die Grüne ins Grüne gepackt. Das war nicht schlau. Und das Rote ins Rote wird wahrscheinlich auch nicht gut sein. Knetet Kuti eigentlich auch manchmal Teig? Manchmal? Der knetet eigentlich primär. Rot, Grün, Blau. Hier, also wenn das tatsächlich mit diesem System kommt. I don't get it. I don't get it. I don't get it. Was ist dies? Ja. Nee, warte mal. Warte mal, ich verstehe das Rätsel nicht. Ich verschwende all meine Munition und habe nicht gespeichert, aber ich verstehe das Rätsel immer noch nicht. Scheint auf irgendwas zu warten. Jetzt lade doch mal nach, Junge. Okay, folgender Vorschlag. Folgendes passiert jetzt. Folgendes wird jetzt passieren. Ich werde... jetzt noch versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Weil ich werde nicht ruhen können,
bis ich das nicht gelöst habe. Kurti ist dabei. Kurti ist dabei. So, und ich mache mal auch kurz mal Sanity hier voll. Also, was kann es sein? Was, also, Farbe zu Farbe funktioniert nicht. Kontrafarbe funktioniert nicht. Geh mal vorbei, Digga. Kann ich die zu dritt holen? Nee, geht auch nicht. Na, was haben wir denn noch an Möglichkeiten? Das Problem ist halt, das ist immer sehr, ich sag mal so, ressourcenintensiv hier rumzuraten, ne? Wasser-Pokémon sind gut gegen Feuer-Pokémon. Auf das Level lasse ich mich jetzt nicht mehr runter. Ich lese mir jetzt erstmal durch, was die hier von mir wollen. Das Basrelief-Gelehrte. Ihre respekteinflößende Ausstrahlung bestimmt diesen Teil des Raums. Unter dem Bild befindet sich ein kleines Board, aus dem Wand heraus und etwas verwarten scheint. Alles klar. So, das ist ja das. Ich werde aufgefordert, Kurti mal groß zu machen. Da ist Kurti und er ist sehr groß und er ist sehr süß. Aber es sind ja nicht die Leute denn da zu sehen überhaupt? Kurti ist tatsächlich sehr süß. Krieger ist Krieger. Krieger ist Krieger. Kurti ist Kurti. Wenn ich das überhaupt lösen kann, das ist jetzt gerade die Frage. Vielleicht brauche ich auch noch einen anderen Zauber dafür. Und live ist live, genau. Ich habe jetzt auch jedes einmal versucht. Hier müssen die Statuen nicht rein, müssen vielleicht, aber das können ja auch nicht. Kann man die mixen? Nee, die kann man auch nicht mixen. Ich könnte mir jetzt nur noch eine Reihenfolge vorstellen, dass die irgendwie erst er, dann sie oder sowas. Naja, was kann man denn noch machen? Also, die sind sich ja so gegenüber auch nicht. In der Mitte wird dann irgendwas passieren, wenn da, aber ich... Also, ich kann mit denen weiter nichts machen. Ich kann die nicht verzaubern. Erkennen wird mir nichts bringen. Magische Attacke, magische Summe bringt auch nichts. Könnte übrigens auch mal Schild sich verdings. Magisches Item bringt auch nichts. Falls noch jemand eine Idee hat. Also nur mal, falls sich jemand daran erinnert, ob man da irgendwas machen kann oder ob ich einfach nicht das habe, was ich bräuchte jetzt gerade. Weil also egal, was ich da gerade reinstelle. Was man nochmal ausprobieren, also nicht rot-grün, also dass ich hier mal was Grünes reinsetze, können wir nochmal probieren. Das ist quasi entgegengesetzt irgendwie. Ach, leck mich doch alle. Also ihr nicht. Also der Grüne muss in Roten, der Rote muss in Blauen, der Rote muss in Blauen. Ach. Boys and Girls. Ich würde euch gerne behaupten, dass ich mir das jetzt, also, aber das war nur aus, also es ist geraten. So, jetzt will ich aber auch was haben. Hä?
Ey, wehe, das ist jetzt der ganz normale Weg. Wehe, das ist jetzt der ganz normale Weg. Ich warne euch. Dann ist der Stream hier schneller vorbei, als ihr sagen könnt, was für ein Humbug, wie Big Boss treffend formuliert hat. Was hier? Eine harmlose, holzvertäfelte Wand begrenzt diesen Raum. Im Vergleich zu den anderen Wänden in diesem Raum wirkt sie fast zu leer. Ist sie jetzt Innenarchitekt oder was? Meine Güte. So, warte mal hier. Ich sollte mich mal heilen. Ich sollte mich mal heilen und ich sollte auch mal speichern. Oder irgendwann mal auf Klo gehen. Ich will nicht verzaubern, ich will mich erholen. Ich will auch da nicht reingehen. Kinder, jetzt wollen wir alle mal ein bisschen beisammen bleiben, geistig gerade. Liste der Sprüche. Erholung, sprechen, zack und zack. Auf mich drauf. Ja, das ist merkwürdig, oder? Ich meine, ich finde es cool, wenn man es dann gelöst kriegt. So, hier ging es jetzt runter. Wehe, das ist jetzt nur... Ich will jetzt wirklich was Cooles haben. Okay, es ist was Cooles. Es ist ein verzaubertes Schwert. Auf dem Sockel liegt ein magisches Gladius. Über seiner Oberfläche zucken Energieblitze, die in die Luft abgeleitet. Okay, das ist geil. Okay. Okay, wenn das jetzt auch noch Licht macht, nehme ich alles zurück, was ich über dieses Spiel gesagt habe. Es ist einfach ich kann es nicht benutzen. Oh. Dieses Gladius trägt eine starke Magie in sich. Nur einer ist in der Lage, dieses Schwert zu führen. Sein vom Schicksal bestimmter Eigentümer, der Wächter des Lichts. Aber guess what? It's not the guy we're playing. It's not the Michael. It's not. Ich hoffe, da haben wir nochmal richtig was von. Ich liebe Belohnungen, von denen man erstmal nichts hat. Das ist richtig gut. Macht richtig Spaß. Jetzt habe ich auch bei dem ganzen Kladderadatsch völlig vergessen, wo es jetzt weitergeht. War ich jetzt hier unten schon? Der Auserwählte ist ein Feuerwehrmann. Ne, hier war ich noch nicht. Okay, ah, you guys. Chill. Krieg ich dich von hier? Schade. Und tot. Da muss man. Ach, guck mal, jetzt ist er bei blau. Wir wollen nicht zu blau. Wir wollen eigentlich gleich zu Dings weiter. Grün geht auch rot, ist nicht. Ach, ist mir auch egal. Obwohl, Energie. Cody, du bist live, mach das nicht. Ihr habt recht. Wir wollen nicht. Oh Gott, und tot. Wir wollen doch nicht vom Kurti gebannt werden. So, guck mal, wir haben ein bisschen Energie gesammelt. Kurti, was soll das? Ich dachte, du willst mich unterstützen. Guck mal, warte mal, können wir das hier wegmachen eigentlich? Oder ist es jetzt hier, weil wir es hierhin teleportiert haben? Okay, das ist lustig. Das ist gerade sehr lustig. Das finde ich ja super. Also, es sei denn, wir können das jetzt wegteleportieren, was ich nicht glaube, weil ich glaube, das ist ja die Dimension, wo man landet, wo die Trapper landen. Das finde ich gerade sehr lustig, weil da ist auch eine der Leichen. Da rechts ist eine Leiche, die haben wir in einem anderen Kapitel auch wegteleportiert. Finde ich super lustig. Das finde ich auch super lustig gerade. Mal gucken, jetzt ist immerhin kein böser Otto mehr da. Das ist ein super, super schönes Detail. Super, super cool. Also das, klar, weil man hat das wegteleportiert, die Viecher. Und wo soll's hin? Es muss in diese Dimension, wo es hinteleportiert ist. Und dann steht es einfach da. Kann ich gerade wertschätzen. Ich weiß, es ist wie Fußspuren. Das sind einfach Details. Weil wenn wir jetzt mal hier den anderen Kollegen hier, können wir den auch ansprechen? Also ansprechen ist halt tot, ne, nicht wahr? Der leblose Körper eines jungen Mannes liegt gekrümmt vor der Wand der Plattform. Eingetrocknetes Blut bedeckt sein Gesicht und Nacken. Und die blablabla Uniform vom Tokio. Den haben wir, ich weiß nicht, in welchem Kapitel das war. Doch, ich weiß in welchem Kapitel, da haben wir den Reporter, glaube ich, gespielt im Zweiten Weltkrieg, 1916. Da haben wir das wegteleportiert. Was ist denn hier jetzt schon wieder los? Da geht's jetzt hoch oder was? Ne, da geht's nur runter. Okay, ich dachte, hier ist auch eine Leiter.
Oh, ein Spruch. Ein Altar bestehend aus ausgegrabenen menschlichen Knochen steht am Ende des Raumes. In dem aus Knochen geformten Arm befindet sich eine Schriftrolle, die mit obskuren Kritzeleien bedeckt ist. Nehmen wir Fessel. Okay, ist der letzte eigentlich, ne? Was macht die? Irgendwas Cooles? Oder ist es nicht für uns? Ja, wozu muss man das auch erklären, nicht wahr? Auf der Rolle blablabla. Diese Magie bindet einen Gegner an den, der den Spruch spricht. Der Gegner muss für die Dauer der Magie die Seiten wechseln. Oh, das ist allerdings ganz geil. Da frage ich mich natürlich jetzt, wenn ich jetzt einen roten Kürbiskopf haben will. Ach, Kurti. Einen roten Kürbiskopf. Wir gehen mal kurz auf Kurti, nicht wahr? Also, das finde ich gut. Ach, Kurti. Du kleiner Kurti. Er war heute auch ein sehr artiger Kater, muss man auch sagen. Bisschen älter ist er halt, bisschen klappriger, aber heute war er sehr artig. So, heute Morgen um 5:30 ist er aufgestanden, hat gesagt, so, gib Futter, gib Striegel. Das war aber okay, ne, Kurti? Ja. Ich kaufe Kurti mal so ein kleines Mikrofon, dann kann er da reinschnurren, wenn er mal was zu sagen hat. Nee. Der möchte, glaube ich, auch noch ein bisschen Schoß heute. Ah, okay. Ich hatte ja aber eigentlich eh gesagt, wir machen nur noch das. Und dann haben wir uns ja noch was aufgehoben. Ich kann jetzt halt auch nicht abspeichern. Das ist natürlich wieder schlecht, weil die Darkness is coming. Bewohner böse, Bewohner böse. Okay, also sie möchten, also ich werde es jetzt gleich nochmal hier gelernt bekommen, hätte ich fast gesagt. Ich frage mich jetzt, wenn ich den jetzt spreche, muss ich jetzt rot, grün, blau, muss ich den blau sprechen? Wir werden es mal rausfinden, würde ich sagen. Ja, muss ich. So. Und jetzt geht's ab, oder was? Ja, nee, aber so offensichtlich muss ich nicht blau sprechen. Sondern doch rot. I guess. Hä? Eine Barriere aus schimmernder Energie verspielt den Weg. Hinter der Energieschild befinden sich zwei Kreaturen. Ja. Aber, sag mal, bin ich jetzt eigentlich bescheuert? Seit wann ist denn das, also wenn das jetzt grün ist, dann, das ergibt rot, schlägt grün, grün, schlägt blau, blau, schlägt sowas die ganze Zeit. Das würde jetzt überhaupt gar keinen Sinn ergeben, wenn er jetzt, nee, ergibt's ja auch nicht, macht er auch nicht. Sag mal, bin ich einfach nur zu dumm einfach heute? Oder, ach nee, die sind wahrscheinlich zu stark, weil ich muss erst, ach, natürlich. Weil die gibt es ja auch noch in verschiedenen Abstufungen, nicht wahr? Also muss ich hier Bangkok und Athen. Also, ist egal. Also Bangkok und Athen und Stärke, Stärke. War falsch. Das war das andere Athen, ne? Falsch rum. Ja, er merkt, es wird heute nicht mehr besser. So, ja, natürlich ist er auch eine Kreatur. Wenn man da mal drüber nachgibt, ergibt das Sinn. So, das ist aber jetzt erst der Zombie. Und jetzt müssen wir nochmal Bangkok und Kreatur. Und nochmal Stärke, 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 Stärke. Dann haben wir jetzt den. Jetzt haben wir keine Energie mehr. Es ist, also es hat so seine Flaws. Ich hieß auch vorhin, ja, Mad Dog hat auch geschrieben, ja, man müsste da rangehen. Das ist, man muss da halt einfach rangehen, das ist so. So, jetzt aber dann blau.
richtet jetzt. Das richtet jetzt mal. So, zack. Ja, nein, richtet noch nicht. Nein. Ein bisschen durch die Gegend, ein bisschen gucken, ein bisschen laufen. So. Ist ja auch schön, dass man die Lampe so anmachen kann einmal und dann macht man die auch nie wieder aus, weil warum? So. Blau. Es muss blau sein. Ja, ist übrigens auch blau. So, während der sich noch freut, ich verstehe, jetzt hauen die sich einfach gegenseitig. Ist es jetzt nur für diesen einen Effekt? Nee, kann nicht sein. Da bist du aber mit deinem Kollegen gerade dabei, so eine Barriere seit Ewigkeiten aufrechtzuerhalten, falls mal einer vorbeikommt. Und dann kriegst du von dem. Fight for my amusement. Ja, finde ich gut. Ist der jetzt aber eigentlich mein, also der greift mich jetzt nicht an, ne? Dürfte er eigentlich nicht. Da ist er gerade einfach zurückgeschlagen. Und so, was hat mir das jetzt eigentlich gebracht? Ach, jetzt doch wieder. Na gut, ist ein experimentierfreudiger Typ. Wahrscheinlich der emotionale Schock hat ihn gerade so fertig gemacht. Hier liegt irgendwas, liegt denn da? Ein Geldbündel? Was soll das sein? Ein Paket Sprengstoff. Sicherlich ein Überbleibsel aus dem Krieg. Ja, klar. Klar. Ich weiß nicht, wo es ist, auch wenn ich hier schon mehrfach war. Ich habe keine Ahnung. Aber wahrscheinlich muss ich einfach nur den Weg zurücklatschen. Aber das machen wir nicht mehr heute. Ich speichere jetzt ab. Geil, ich kann sogar speichern. Den behalte ich, den Speicherstand. So. Ich bin glücklich. Also, mit dem fortschreitenden Verlauf dieses Spiels geht's so. Aber mit dem, was jetzt hier so gerade noch passiert ist, da kann ich mit leben. Oh, und diese Musik spiegelt auch gerade sehr gut meinen geistigen Zustand wieder. Wir machen morgen weiter. Das geht nicht. Wir können das hier nicht jahrelang jetzt mit uns rumschleppen. Das war was. Da möchte ich mich eigentlich inhaltlich anschließen. Weil Folgendes habe ich mir überlegt. Ich dachte heute, wenn du das hier richtig schön durchziehst, so angenehm und locker und so, und dann bist du nach anderthalb bis zwei Stunden fertig. Och, Gutti. Dachte ich mir, kann man ja schon mal so ein bisschen teasen, weil ich hatte ja mal überlegt, hier Dings zu spielen, weiter als nächstes Projekt, Metal Gear Solid, Twin Snakes, GameCube. Aber ich habe, also das wird passieren, aber nicht hier, sondern woanders. Können wir auch, glaube ich, denken, wo. Möglicherweise, vielleicht, man weiß es nicht, ich will ja nicht spoilern, ne? Aber wer so lange durchgehalten hat und mir gelitten hat, der hat das jetzt so. Stattdessen. Und da habe ich tatsächlich auch sehr, sehr viel Bock drauf und das ergibt auch ein bisschen Sinn. Verzögert natürlich ein gewisses anderes Projekt ein bisschen, aber also ich hätte Bock drauf. Ich hätte Bock, das im Stream, nachdem, falls irgendwann mal Eternal Darkness fertig sein würde, würde ich das gerne machen. Weil, und das ist aber auch eine Sache, das habe ich mir so ein bisschen, also ich habe es mir immer ein bisschen aufgehoben. Es gibt noch zwei Silent Hills, die ich eigentlich sehr gerne spielen will. Shattered Memories möchte ich nämlich auch noch gerne spielen. Da das ja aber eigentlich ein Remake vom ersten oder eine Reinterpretation vom ersten Teil ist. Und da muss ich mir auch nochmal überlegen, ob ich das auf der PlayStation oder auf der Wii spielen möchte. Ziehen wir das erstmal ein bisschen nach hinten, sondern würden dann eher mit Silent Hill 3 würde ich mal weitermachen. Weil da habe ich sehr, sehr Gutes auch gehört. Sehr viel Gutes. Teil 4 werde ich nicht spielen. Und alles, was nach Teil 4 kam, ist halt eine andere Art von Silent Hill. Da bin ich, glaube ich, nicht so mega Fan von gerade. Aber das würde mir sehr gefallen. Ich glaube, das findet ihr auch gar nicht so schlimm. Und nach Eternal Darkness endlich mal was Aufheiternderes zu sehen, ist, glaube ich, ja auch nicht verkehrt, nicht wahr? Wenn ich das hier so sehe, das sieht alles nach
nach Spaß auch aus. Also ich glaube, viele positive Dinge werden passieren. Und ich glaube, es hat kein Magiesystem. Das finde ich gar nicht verkehrt. So. Endlich mal was Buntes, was mit Spaß. Genau, also dann habt ihr es hier zuerst gehört. Hier bei mir habt ihr zuerst gehört, was ich dann, wenn Eternal Darkness irgendwann mal durch ist, dann angehe. Und mit diesen schönen Worten und mit diesem Kurti, der genießt, ich hoffe, er genießt, würde ich sagen, ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen wieder. Ich werde mal gucken, wann. Nicht so wie heute, weil morgen bin ich abends unterwegs. Das heißt, oder machen sie am Sonntag? Nee, ich glaube morgen. Wir machen morgen. Wahrscheinlich dann irgendwie so am frühen Nachmittag. Ihr kennt es ja, es wird ein bisschen spontan. Aber das lasse ich nicht auf mir sitzen, dass ich heute nicht mal ein ganzes Kapitel geschafft habe. So, in dem Sinne, macht was Schönes. Also heute wahrscheinlich nicht mehr so viel, aber morgen, ja, genießt, wenn ihr nichts zu tun habt. Macht mal vielleicht mal wieder sauber. Wascht mal ein bisschen. Kauft euren Liebsten mal vielleicht ein paar Blümchen. Ruft mal bei Mama oder Papa an. Auch bei Omi und Opi, die freuen sich immer über einen Anruf. Oder auch die Nachbarn über selbstgemachte Kekse, die man mal vorbeibringt. Könnt ihr auch bei dem PostbotInnen freundlich winken und sagen, danke. Wascht euch ist auch wichtig. Ja, geht zum Hautarzt. Lasst euch auch mal durchchecken. Altersflecken ist ein Anfang vom Ende. Kam noch die Frage, PlayStation 2 oder PC? Ich würde, glaube ich, die PlayStation 2-Fassung spielen. Ich habe nämlich mit der PlayStation 2-Fassung von Silent Hill 2 sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das hat einfach atmosphärisch wunderbar gepasst, auch wenn es technisch natürlich ein bisschen was anderes ist. Aber Setup ist da und ich würde es, glaube ich, tatsächlich auch PlayStation 2 spielen. So, ihr habt jetzt nochmal meine Ratschläge gekriegt. In dem Sinne, macht was, wa? Setzt was um. Ich habe euch alle lieb. Bis bald. Ciao, ciao. So müssen wir eigentlich immer enden. Muffin, das ist jetzt nicht dein Ernst. Musik aus. Muffin, ich habe seit 5 Minuten abmoderiert. Jetzt kommst du um die Ecke und sagst, guten Abend allerseits. Das ist Timing. Ich fasse für dich kurz zusammen. Wir haben 2 Teaser geguckt für Silent Hill Fanfilme. Die waren beide so, Dann haben wir sehr viel über Eternal Darkness geflucht. Das ist sehr merkwürdig alles. Dann habe ich gerade gesagt, Metal Gear Solid werde ich direkt nicht danach spielen. Sondern das ist die Kurzzusammenfassung von den letzten 2-3 Stunden. Ich war gerade noch in Berlin, was essen, bevor ich morgen nach Hause zurückfahre. Ja, Muffin. Ach so, und Altersflecken. Stimmt, ich habe Altersflecken. Keine Hautkrebs, Altersflecken. So, Muffin. Es tut mir leid, aber der Stream ist jetzt vorbei. Es reicht jetzt, Muffin. Wirklich. Schön, dass du da warst, aber tschüss. War's gut. Bis dann. Ciao, ciao.